und darf Sie heute recht herzlich begrüßen im Namen der Freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen und auch natürlich im Namen der Medienanstalt Berlin-Brandenburg hier live bei Alex Berlin. Ich weiß nicht, hat man mich gerade gehört? Frage an mein Publikum. Sehr gut. Okay, also die Utopie ist da und nun. KI in Mediennutzung und Medienbildung ist also das Thema für heute. Künstliche Intelligenz ist ja vielleicht die mächtigste Technologie unserer Zeit und sie ist auch schon in unser aller Leben angekommen. Das sehen wir auf jeden Fall beispielsweise bei den Chatbots in der KundInnenbetreuung zum Beispiel oder auch bei den Empfehlungsalgorithmen, die wir haben auf Streaming-Plattformen. Aber der 30. November des vergangenen Jahres, der hat nochmal ganz deutlich gezeigt, wie groß das Interesse an dieser Technologie ist. Das war nämlich der Tag, an dem ChatGPT online gegangen ist und es hat nur ganze 5 Tage gebraucht und dann hatte ChatGPT 1 Million Nutzerinnen und Nutzer und das hat bislang tatsächlich noch kein Online-Dienst geschafft. Einmal zum Vergleich, also am dichtesten dran war Instagram im Jahr 2010 und da hat es 2,5 Monate gedauert, bis diese Marke von 1 Million Nutzerinnen und Nutzern geknackt worden ist. Ich habe ChatGPT mal gefragt, wie es denn diese Veranstaltung eröffnen würde. Und ChatGPT hat geschrieben, Ladies and Gentlemen, wir stehen an der Schwelle einer neuen Ära, in der künstliche Intelligenz unsere Medienlandschaft und Bildungsprozesse grundlegend verändert. Die Möglichkeiten, die KI bietet, sind beeindruckend und reichen von personalisierten Empfehlungen bis hin zu fortschrittlichen Lernwerkzeugen. Doch welche Herausforderungen kommen mit dieser Revolution? In unserem Forum werden wir gemeinsam mit renommierten Expertinnen und Experten die Chancen und Risiken von künstlicher Intelligenz in der Mediennutzung und Medienbildung diskutieren. Welche Auswirkungen hat KI auf unsere Informationsvermittlung, unsere Interaktionen und die Entwicklung von Medienkompetenz? Und wie können wir sicherstellen, dass KI transparent, ethisch und verantwortungsbewusst eingesetzt wird? So also die Antwort von ChatGPT. Und ich finde, das ist schon eine ziemlich gute Moderation, die ChatGPT da geschrieben hat. Und das macht auch nochmal ganz deutlich, KI wird also alles verändern. Und KI wird auch verändern, wie wir Medien nutzen. Fremdsprachige Texte beispielsweise können in Windeseile übersetzt werden. Chatbots können uns eben komplexe Fragestellungen beantworten, auch innerhalb von wenigen Sekunden. Und nicht zuletzt auch journalistische Texte könnten automatisch generiert werden, nur um mal so ein paar Beispiele zu nennen. Da gibt es natürlich eine ganze Menge Fragen, die zu besprechen sind. Was bedeutet diese Entwicklung für die Mediennutzung und auch den Wissenserwerb und entsprechend auch die Medienbildung? Welche spezifischen Informations- und Nachrichtenkompetenzen sind auf Seiten der Rezipierenden jetzt notwendig und wie müssen sie eben auch in medienpädagogischen Konzepten berücksichtigt werden? Wie wird der Einsatz von textgenerierender KI in Universitäten und auch in Schulen beim Lehren und auch beim Lernen zum Einsatz kommen und wie wird es die Medienkompetenzen verändern? Und wie gehen wir mit ethischen und gesellschaftlichen Fragen um, wenn es zum Beispiel um den Schutz von Privatheit geht, um Fairness oder auch um Transparenz? Das alles wollen wir heute also in diesem Sommerforum besprechen. Wir werden als erstes gleich einen Impuls dazu hören, wie KI, textbasierte KI, unsere Kultur verändert und dann in einen Talk übergehen mit 3 Expertinnen nochmal zum Thema KI in Mediennutzung und Medienbildung und werden dann im Anschluss zur Medius-Preisverleihung kommen. Wir wollen dort Abschlussarbeiten auszeichnen, die sich mit innovativen Aspekten aus der Medienbildung, der Pädagogik oder auch mit dem Jugendmedienschutz beschäftigen. Sie dürfen sich recht herzlich beteiligen unter dem Hashtag SOFO23. Auch hier meine Gäste, die alle anwesend sind. Wenn Sie Fragen haben, dürfen Sie sich gerne melden. Wir kommen dann mit einem Mikrofon zu Ihnen. Und damit darf ich auch schon ganz recht herzlich zu unserem ersten Impuls kommen, der in einem kleinen Gespräch stattfinden wird. Wie textgenerierende KI Kultur verändert mit Professor Dr. Mercedes Bunz. Sie ist Professorin für Digital Culture and Society und stellvertretende Leiterin der Abteilung Digital Humanities am King's College in London. Und ihre Forschung untersucht, wie digitale Technologie Wissen und damit eben auch Macht verändert. Sie ist Mitglied des Interdisciplinary Network for the Critical Humanities, Terra Critica und Mitgründerin des Creative AI Lab. Zu ihren Forschungsinteressen gehören unter anderem die digitale Transformation von Wissen, die digitale Gesellschaft und eben künstliche Intelligenz und Technikphilosophie. Ich freue mich sehr, dass Mercedes Bunz nun bei uns ist. Hallo und herzlich willkommen. Hallo.
Wir erleben mit KI gerade einen Paradigmenwechsel. Also wir programmieren ja eigentlich mehr, sondern wir lassen das die Maschine machen. Wir sagen, liebe Maschine, programmier doch mal für uns eben, was wir so an Software brauchen. Wie unterscheiden sich denn diese menschliche Herangehensweise und die der Maschine? Also schon grundsätzlich sehr stark. Das fängt schon damit an, dass wir konnten bisher ganz lange noch nicht Bedeutung berechnen. Und das haben wir jetzt erst durch diese Veränderung, die Sie gerade so schön beschrieben haben, hervorgebracht. Also wir können jetzt quasi zum ersten Mal Bedeutung berechnen, und Sprache und Bilder waren vorher dem Computer nicht in dieser Genauigkeit zugänglich. Das ist wirklich ein Paradigmenwechsel. Es ist nicht ganz so, dass der Mensch jetzt so überhaupt nicht mehr in der Programmierung stattfindet. Es ist eher so, dass der Mensch die Architektur aufbaut, damit dann der Programmierer, der programmiert nicht mehr die Zeilen rein, sondern der baut eine Architektur auf, der reinigt die Daten, und diese Konstellation ist dann dafür da, dass die Maschine quasi lernt, mithilfe des Menschen. Also es ist immer ein menschengestütztes Lernen, so oder so. Aber der Unterschied ist natürlich, dass wir vorher Programmierer hatten, die das programmiert haben, und jetzt lernt die Maschine von unseren Daten. Aber wie wird denn eine KI trainiert? Sie haben uns da ja auch so ein paar Beispiele mitgebracht, die das so veranschaulichen, wie das denn funktioniert. Ja, also ich habe mich damit den ganzen Sommer beschäftigt. Ich bin gerade im Sabbatical, und wie dann diese großen Sprachmodelle funktionieren, dem wollte ich dann mal auf den Grund gehen. Ich komme ja eher aus den Geisteswissenschaften dann selber, und Computerwissenschaften ist natürlich dann doch eine sehr andere Disziplin. Da habe ich mich dann aber über Monate reingearbeitet, und ich weiß nicht, ob Sie vielleicht mal die Slides zeigen könnten, so dass ich die auch sehe. Oder dass ich die gesamte Bühne sehe im Anblick. Das wäre vielleicht ganz praktisch, damit ich sehe, was Sie sehen und welche von den Slides. Ich weiß nicht, ob das der Technik möglich ist. Ich kann aber mal anfangen, sonst vielleicht das so ein bisschen zu erklären. Und ich hoffe jetzt, Theresa Sickert, Sie können mir vielleicht, ja, wunderbar, da sind Sie. Jetzt habe ich auch die richtige Ansicht. So ist das mit der Technik. Was ich ganz interessant finde, ist, dass das tatsächlich auf der untersten Ebene, also wir müssen uns das alle mal so vorstellen, dass wir das alle jeden Tag benutzt haben. Jeder von Ihnen, die da im Publikum sind, haben heute bestimmt schon mal ihr Telefon benutzt, um eine Nachricht zu schreiben. Da gibt es dann textgestützte Nachrichten, die dann Wörter vorschlagen. Und wenn Sie das heute gemacht haben, dann haben Sie heute auch schon mal ein großes Sprachmodell benutzt. Hier sehen Sie ein Beispiel, wie das Sprachmodell lernt. Also wir haben es mit Billionen von Dokumenten zu tun. 50% sind für ChatGPT Bücher. Das lernt also von Büchern mehr als einfach nur aus dem Internet, aber einfach auch aus dem Internet Sachen runtergeladen, die sich da so finden. Und es ist erstaunlich banal, weil es jedes einzelne Dokument, jede einzelne Seite von jedem einzelnen Buch nimmt und sich für jedes einzelne Wort merkt, was rechts und was links von diesem Wort ist. Es ist also unglaublich banal, einfach nur abzuzählen, welche 5 Wörter sich um ein Buch gruppieren. Und dann wird daraus quasi die Distanz zwischen den Worten in einem Vektor notiert. Ein Vektor ist eine bestimmte Zahl, die diese Distanz ausdrückt. Und so geht das mit allen einzelnen Worten über Billionen von Textseiten. Wenn wir mal die nächste Slide da nehmen, gehen wir die vielleicht mal alle am Anfang durch, dann sieht man, dass beim Generieren des Textes Maschinenlernsysteme die Wahrscheinlichkeit des nächsten Wortes kalkulieren. Genau. Also die Maschine errechnet dann wahrscheinlich, welches Wort wir nehmen, und die kann das auch nur, weil die Sprache natürlich eine bestimmte Struktur hat. Also das Verb ist im Deutschen immer ganz hinten. Es gibt bestimmte Strukturen. Das recht nächste Wort kann man durch Wahrscheinlichkeit berechnen, wie man hier so schön sieht. Und dann das nächste Slide besser, bitte. Dann sehen wir, dass große Sprachmodelle eben keine Worte prozessieren, sondern Vektoren. Das heißt, wenn wir dann denken, oh, das denkt in Worten, stimmt das überhaupt nicht? Das denkt in so einem Wust von Zahlen. Das hat also für jedes einzelne Wort diese ganzen Distanzen zu den anderen Wörtern sich so gespeichert.
Es hat eine hochdimensionale Art, Wissen zu speichern. Und Sie sehen auf der rechten Seite dieses Bild, also man kann sich das visuell so grob so vorstellen, wie ein einzelnes Wort von einer Computerperspektive in einem hochdimensionalen Raum aussehen könnte. Das ist natürlich nur eine Annäherung. Das Interessante ist, dass man semantische, also Bedeutungsaspekte von Sprache durch dieses Errechnen feststellen kann. Also Sie sehen in diesen dreieckigen Vektoren auf der unteren Seite Mann und Frau haben die gleiche Distanz wie König und Königin. Das ist von einem kleinen Datensatz, aber das ist für große Datensätze genauso. Man kann also Parallelen finden. Und so arbeitet ChatGPT. Wenn Sie ChatGPT was fragen, dann sieht das einen semantischen Raum und arbeitet mit diesem semantischen Raum. Und vielleicht nehmen wir dann mal die letzte Slide, dann haben wir die Slides auch alle durch. Wenn wir noch eine haben, die ChatGPT visualisiert, sonst kann ich das wunderschön. Ja, hier sehen wir, also ChatGPT lernt quasi vom ganzen Internet. Das ist quasi so ein kleines Monster an verschiedenen Datensätzen. Die sind alle ungereinigt. Da sind auch Sachen drin, die man jetzt in der Medienpädagogik niemandem vorsetzen möchte. Und deswegen hat man vorne dran so einen Moderator gehängt. Das ist dieses Smiley Face, das heißt Reinforcement Learning through Human Feedback. Also da sagen Menschen dann der Maschine diese Antwort bitte und diese Antwort nicht. So, und auf die Limitationen können wir dann ja schon im Gespräch noch weiterkommen. Das war's mit den Slides, glaube ich. Und da ist mir sofort etwas hängen geblieben, und zwar, weil Sie gesagt haben, und so denkt die Maschine. Da stellt sich ja schon die Frage, denken, ist das nicht auch eben schon ein Stück weit eine Vermenschlichung, und schreiben wir da eben auch einem ChatGPT beispielsweise etwas mehr zu, als es dann eben doch eigentlich kann? Also auch wenn wir von Intelligenz sprechen, meinen wir etwas ganz anderes bei Computerintelligenz, als wenn wir von der Intelligenz eines Menschen sprechen. Genau, das ist natürlich jetzt eine Anthropomorphisierung von mir. Das ist kein Denken, das ist ein Rechnen, also es ist das Errechnen von Bedeutung. Und die Maschine hat tatsächlich, wie Sie so schön sagen, eine ganz andere Intelligenz. Und für die Medienpädagogik und auch für die Medienbildung ist es jetzt quasi sehr wichtig, zu verstehen und den Menschen beizubringen, wo ist diese Maschine gut und wo ist diese Maschine nicht gut. Die Maschine kann bestimmte Sachen wie Sprache sehr gut. Wir haben hier in der Übersetzung, das waren im Original meine englischen Slides, ich arbeite ja meistens Englisch, einige Sprachfehler drin, das wäre ChatGPT nicht passiert. ChatGPT kann in der Performance der Sprache sehr viel, es macht kein wenig grammatische Fehler oder eigentlich fast keine. Aber die Kompetenz der Sprache, da gibt es ein großes Problem. Ja, und deswegen sollten wir wirklich dabei bleiben, wie Sie so schön sagen, dass das eine ganz eigene Art von Intelligenz ist, die nicht mit der menschlichen Intelligenz zu vergleichen ist. Es gibt ja ganz große Befürchtungen auf der einen Seite, selbst durch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, und gleichzeitig ja auch sehr große Hoffnungen, wie sich KI auswirken könnte, auch auf unsere Kultur eben. Und Sie sehen also sogar weniger ein Problem darin, dass KI jetzt sprechen oder schreiben lernt. Warum ist das so? Naja, ich bin da so ein bisschen geteilter Meinung, muss ich sagen. Es ist auf der einen Seite so, dass es natürlich erstmal beeindruckend ist. Es ist auch in meinem wissenschaftlichen Leben wirklich ein Meilenstein, dass plötzlich Computersprache können, sage ich jetzt mal, und Computersprache generieren und damit arbeiten können. Auf der anderen Seite gehöre ich jetzt nicht zu den Wissenschaftlern oder Personen, die davor warten, dass diese Intelligenz uns plötzlich ausrotten wird oder irgendwie die Macht übernehmen wird. Wer Maschinenintelligenz studiert, weiß, dass Maschinenintelligenz ganz oft bei einem einzigen Task sehr gut ist. Und dann aber, wenn man die so seitlich verrücken würde und sagt, so und jetzt mach mal was anderes, fahr mal Auto zum Beispiel, da kann sie das dann überhaupt nicht mehr. Es ist ja ganz interessant, dass wir schon seit 2012, 2013, also seit über 10 Jahren, versuchen, der Maschine das Autofahren beizubringen. Self-driving cars ist eine große Hoffnung gewesen und das hat nicht geklappt. Aber das mit der Sprache, das ist jetzt natürlich wirklich für alle überraschend. Es war sogar für OpenAI, die Firma, die ChatGPT ins Netz gestellt hat, überraschend, dass das so spektakulär
gut war und von so vielen Leuten so angenommen wurde. Und da können wir natürlich sehen, dass das tatsächlich Kultur zum Teil verändern wird. Und dann haben wir natürlich sofort die Frage, werden Menschen schreiben, werden sie vielleicht nie mehr schreiben, was passiert hier? Und das können wir natürlich gerne mal diskutieren. Was meinen Sie denn? Also werden die Lese- oder auch die Schreibkompetenzen eher abnehmen, weil einem die Maschine, Sie sagen schon, die grammatikalisch ist die viel besser, das eben auch abnehmen wird über kurz oder lang? Also das Schreiben wird sich verändern, so viel ist klar. Die Maschine kann bestimmte Sachen gut, die kann Texte zusammenfassen, sie kann Fehler aus den Texten rausmachen, besser als ich das kann. Sie kann Texte übersetzen in verschiedenen Sprachen, auch Sprachen, die nicht so häufig sind. Und in dem Sinne wird das natürlich einige Berufe und auch Tätigkeiten in unserem täglichen Leben verändern. Ich glaube nicht, dass die Schreibkompetenz komplett wegfällt. Wir haben hier das ähnlich, wir müssen uns das ähnlich denken wie die Einführung des Rechners, also des Taschenrechners in die Mathematik. Also in der Schule damals gab es in den 1980ern, wer sich von Ihnen daran noch erinnern kann, einen Riesenaufschrei. Werden die Studenten, die Schüler noch rechnen können oder werden sie nicht rechnen können? Was wird passieren? Andere haben argumentiert, jetzt können sie viel komplexere Rechenaufgaben lösen. Das ginge vorher noch nicht. Das sei doch viel besser fürs abstrakte Denken. Und wir haben es hier mit einem ähnlichen Schub zu tun. Um mit ChatGPT umzugehen, braucht es Schreibkompetenz. Das ist überhaupt gar keine Frage. ChatGPT macht mehrere Fehler und hat sehr viele Limitationen. Ich möchte alle bitten, das bitte nicht als Suchmaschine zu benutzen, weil diese Maschine ganz oft gerne mal fantasiert. Also Sie können gerne mal Ihre eigene Biografie ChatGPT erfragen, wie sie sich das so vorstellt. Da ist dann unter Garantie mehreres falsch. Also bei mir ist, glaube ich, bei mir stimmt hinten und vorne alles Mögliche nicht. Und das wird bei jedem von uns auch so sein. Das klingt aber in einem Ton geschrieben, der natürlich sehr überzeugend daherkommt. Und deswegen brauchen wir hier wirklich Medienbildung und Medienkompetenz, damit die Leute verstehen, wie das so zusammenhängt. Und das ist ja genau der Punkt. Also, Entschuldigung, ich habe einen Frosch im Hals. Das nicht nur, dass wir also vielleicht die Kompetenzen oder sich verändern, was das Schreiben oder was das Lesen anbetrifft, sondern auch, dass wir ja erkennen müssen, wer hat was eigentlich geschrieben und wer hat was gesagt. Also auch das stellt uns ja vor große Herausforderungen. Was glauben Sie, was da für Veränderungen auf uns zukommen? Also werden wir eigentlich nur noch damit beschäftigt sein, Informationen zu prüfen, oder werden wir tatsächlich davon profitieren können, dass also eben Texte schneller in der Welt sind, Nachrichten zum Beispiel schneller in der Welt sind? Also ich glaube, für Texte, die in einem bestimmten Stil geschrieben sind, Sie haben das gerade gesagt, Anmoderationen, zum Teil banale journalistische Texte, die werden von ChatGPT mit Überprüfung geschrieben werden können. Und da gibt es eine Entwicklung im Hintergrund, die ich auch sehr gut finde. Wir müssen natürlich in Zukunft solche Texte voneinander unterscheiden. Also es gibt quasi in der Zukunft zwei Arten des Schreibens, das menschliche Schreiben und das Schreiben mit so großen Sprachmodellen. Und da gibt es schon Forschung, die zum Beispiel Wasserzeichen für Texte, die von Sprachmodellen generiert wurden, entwickelt, sodass man auslesen kann, welche von diesen Sprachmodellen benutzt wurden und damit dann mehr Verantwortung quasi hergestellt werden kann und niemand sagen kann, das habe ich aber gar nicht geschrieben, das hat doch das Sprachmodell geschrieben. Also die Frage der Verantwortung, ob der Text jetzt von der Sprache oder von dem Menschen produziert ist, ist natürlich wichtig. Und da müssen wir auch Medienkompetenz beibringen, erstmal Texte anders zu lesen und anders zu glauben. Das andere ist, dass wir natürlich auch lernen müssen, wohin müssen wir schauen, wo kann die Maschine was falsch machen? Und man darf eben, wie gesagt, also ich habe ja vorhin diese Präsentation gezeigt, dass semantische Felder in der Nähe voneinander sind, so Mensch, Mann, Frau und König, Königin zum Beispiel. Und so lernt die Maschine über semantische Felder. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel zu Hause Ihre Biografie in ChatGPT eingeben, dann ist es recht wahrscheinlich, dass Sie in einer
vielleicht besseren Uni, jetzt so im amerikanischen Raum würde man dann Yale sagen oder Harvard sagen, also an einer Elite-Uni studiert haben, einfach weil große Sprachmodelle mehr Biografien von Leuten gesehen haben, die an Elite-Modellen Universitäten studiert haben. Und diese Verschiebung von Fakten finden in der Maschine statt. ChatGPT kann keine Fakten, es kann nur Sprachstruktur. Und das wird sich so schnell auch nicht ändern. Das ist computerwissenschaftlich mehr oder weniger klar. Also damit leben wir jetzt die nächsten 7 Jahre erstmal. Und so lange kann man diese großen Sprachmodelle nicht in Bereiche einsetzen, um Menschen zu ersetzen einfach. Diese Texte müssen geprüft werden. Und das ist natürlich eine neue Aufgabe. Jetzt können Sie mich natürlich fragen, wie ist das? Ist das nicht furchtbar frustrierend, wenn ich nur noch die Texte prüfe? Ich habe lange als Journalistin beim Guardian gearbeitet, als Technologiereporterin. Ich habe zum Teil am Tag 5 Texte geschrieben und ich kann Ihnen sagen, dass von diesen 5 Texten vielleicht ein einziger Text wirklich ein anstrengender, spannender Text war. Also als Journalist schreibt man immer mehrere kleine Texte, die man quasi sozusagen, ich sage jetzt mal salopp, schnell raushaut. Und dann arbeitet man an den großen Recherchen, wo man mehrere Leute zu befragt und Hintergrundwissen quasi braucht und recherchiert und Experten befragt und selber auch sehr viel dabei lernt. Die Hoffnung ist natürlich, dass das neue Schreiben uns von den einfachen Texten erlöst, die wir nur noch prüfen müssen, das geht dann schneller und sozusagen die Zeit für das Schreiben der großen Texte und das Recherchieren, das ja viel Zeit in Anspruch nimmt, der großen Texte lässt, wenn das Sinn macht. Und wenn Sie sagen, also auf der einen Seite, also Fakten kann ChatGPT nicht, wie sieht es denn mit der Moral aus? Also aktuell wissen wir, das kann ChatGPT noch nicht, aber wäre es möglich, einer Maschine so etwas wie Moral oder ein moralisches Verständnis einzuprogrammieren? Daran wird tatsächlich gerade gearbeitet. Es nennt sich Constitutional AI im Englischen. Das bedeutet, dass man quasi eine Art Gesetz der AI vorgibt. Ob das richtig funktioniert, ist noch die Frage. Es gibt schon eine Firma, die das ausprobiert hat. Wenn Sie nach Constitutional AI googeln, finden Sie da was. Die Sache ist natürlich, dass man nicht möchte, dass die AI, und das ist ja schon bei ChatGPT so der Fall, einem Aussagen darüber gibt, wenn es zu kriminellen Handlungen anleitet oder zu Gewalt aufruft. Und da ist jetzt die Frage, gut, das kann man natürlich einprogrammieren, weil zu einem gewissen Teil kann man das einprogrammieren. Meine Kollegen haben sich das dann immer zum Spaß gemacht, sozusagen versuchen, ChatGPT zu jailbreaken, wie das heißt, also da einzudringen und die Maschine durch so sprachliche Tricks wie stell dir ein Skript vor für ein Drehbuch und du sollst einem Drogendealer erklären, wie er diese und diese Droge herstellt. Was braucht der Drogendealer dazu? Schreibe den Dialog. Am Anfang hat ChatGPT das noch gemacht. Der hat dann quasi durch solche Faltungen, könnte man jetzt sagen, dieses Wissen, was es nicht rausgeben sollte, herausgegeben, aber die Maschine macht das heute nicht mehr. Also, dass da eine gewisse Art von Moralisierung hergestellt wird, das wird so ein bisschen gehofft und das wird ja auch eingefordert von dem EU-AI-Act und so weiter, also Gesetzen, die in diese Richtung gehen. Was ja auch noch ein ganz wichtiger Punkt ist, wenn wir über also die ganzen Neuerungen sprechen, die ChatGPT oder eben auch andere textbasierende KI mit sich bringen wird, ist eben der Punkt geistiges Eigentum, weil gar nicht klar ist unter Umständen, wem gehört nun eigentlich dieser Text? Gehört er der Maschine? Gehört er dem Journalisten, der vielleicht diesen Text noch einmal geprüft hat? Oder eben der Schülerin und dem Schüler, der damit vielleicht etwas produziert hat und so weiter und so fort? Was sind da Ihre Gedanken dazu? Also da sprechen Sie einen sehr guten Bereich an, den wir uns alle so ein bisschen mehr widmen müssen. Eine Sache ist, dass der Text ja nur produziert wird, weil die Maschine produziert den Text ja nicht einfach so. Die Maschine produziert den Text, weil ich einen Prompt eingebe und der Prompt quasi dann den Text veranlasst.
Die Frage ist jetzt, wem gehört der Text, der rausgegeben wird? Gehört der Text OpenAI, die ChatGPT hergestellt haben und ChatGPT mit ganz vielen Daten trainiert haben? Gehört der Text vielleicht allen, weil die Maschine ChatGPT wurde ja an Texten von uns allen und viele Texte, die also auch kein Copyright haben, es sind alte Bücher, wie gesagt, zum großen Teil, gehört der Text uns allen oder gehört der Text demjenigen, der den Prompt schreibt? Und das ist im Augenblick quasi noch offen. Was auch sehr interessant ist, weil da sehen Sie wirklich, dass hier was ganz Neues passiert. Also wir haben jetzt nicht so wirklich eine Lösung parat, weil das wirklich ein neues Phänomen ist. Wir sehen da auch, was wir in der Medienbildung und Medienpädagogik brauchen. Also zum einen, und da ich arbeite ja selber an der Universität und entwickle mit meinen Kollegen Prüfungen für unseren Kurs. Eine Frage ist, können wir Studenten dazu bringen, besser zu prompten? Also man kann Prompts verschieden schreiben, man kann verschiedene Stile erfragen, man kann ChatGPT sogar sagen, benutze die und die Quellen oder sichere das ab mit Quellen aus Wikipedia und so weiter. Das macht eine Sache sicherer. Und so etwas ist natürlich wichtig für die Zukunft. Aber in Bezug auf geistiges Eigentum kommen da auf uns natürlich ganz neue Denkmomente zu. Das ist beim großen Sprachmodellen etwas einfacher. Das wird bei der Bildgenerierung, der automatischen Bildgenerierung etwas schwieriger, weil dann natürlich Stile von Künstlern nachgeahmt werden können. Der Mensch ist ja derjenige, der letztlich den Rahmen setzt oder setzen soll, wenn es um die Entwicklung der KI geht. Das heißt also, wir als Gesellschaft können auch Einfluss darauf nehmen, wie sich KI entwickelt. Was müsste aus Ihrer Perspektive getan werden und was denken Sie darüber, dass im Moment es ja eben doch der Fall ist, dass vor allen Dingen kommerzielle Anbieter eben textbasierte generative KI entwickeln? Ja, wichtiger Punkt, den sehe ich mit großer Besorgnis. Ich arbeite mit der Serpentine Gallery hier in London zusammen an einem Creative AI Lab, wo wir das erforschen, wo wir auch erforschen, was für Modelle möchten Künstler gerne arbeiten und Künstler, können Sie sich vorstellen, die möchten nicht einfach so eine Service-Antwort haben, die möchten mit dem Gerät spielen, das aufbohren sozusagen und da von hinten reingucken, um ihre künstlerische Eigenheiten und Arbeiten da drauf zu projizieren. Und wir sehen in dem Fakt, dass es hauptsächlich große kommerzielle Anbieter gibt, ein großes Problem für die Künstler, aber auch für Öffentlichkeit. Also das macht KI weniger transparent. Das ist ein großes Problem auch, weil sich hier ein bestimmtes Wissen in einer bestimmten Gruppe sozusagen manifestiert. Und hier muss unbedingt gegengesteuert werden durch sozusagen, ja, so etwas wie öffentlich-rechtliches Fernsehen braucht auch eine öffentlich-rechtliche KI. Höchstwahrscheinlich allerdings auf europäischer Ebene, nicht nur auf deutscher Ebene. Aber das ist natürlich eine Diskussion, die müssen wir unbedingt haben und da müssen wir unbedingt rein investieren. Das ist sehr wichtig. Eine letzte Frage vielleicht noch. Zwei. Ich fange mal mit der an, die ChatGPT mir vorgestellt hat. Ich habe ChatGPT gefragt, was wäre denn eine gute Frage für Mercedes-Benz zum Thema textgenerierende KI und Veränderungen unserer Kultur? Und ChatGPT hat gesagt, wie beeinflussen textgenerierende KI-Modelle unserer Meinung nach die Art und Weise, wie wir Informationen konsumieren, kommunizieren und kulturelle Inhalte erstellen? Und welche Auswirkungen hat dies auf die Gesellschaft? Große Frage. Ja, das ist natürlich eine zu große Frage. Das Problem ist natürlich, dass das so ein bisschen für jedes Feld anders aussieht. Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall so, denke ich, dass wir anfangen müssen, in der Schule die Nutzung mit solchen Sprachmodellen beizubringen und davor nicht wegschrecken können. Eine aufgeklärte Mediennutzung ist extrem wichtig und die Schüler von heute werden quasi morgen diese Medien nutzen. Ich mache mir fast mehr Sorgen um die Erwachsenen, die quasi
keine Ort haben, um im Augenblick da spielerisch herangeführt zu werden, außer vielleicht in der bildenden Kunst, wo man mit so etwas noch am ehesten konfrontiert wird. Die Zeitungen, muss ich sagen, berichten ja oftmals sehr schreierisch darüber und es ist natürlich auch etwas trocken, sozusagen die Themen im Hintergrund herauszuarbeiten. Von der täglichen Nutzung würde ich schon sagen, dass Arbeiten, die sehr stark auf Schreiben beruhen, zum Teil in den Workflow, wie man so schön im Englischen sagt, ChatGPT mit integrieren können. Und zwar geht das vor allem bei Texten, die natürlich schablonenartig funktionieren. Oder beim Diktieren. Ich glaube, dass das doch über lange, einen sehr langsamen Zeitraum viele Berufe davon betroffen sein werden. Aber das ist, glaube ich, nicht anders, als sich das iPad in unser Leben so geschlichen hat. Ich hatte gerade neulich einen Handwerker, also meine Handwerker kommen nicht mehr ohne iPad. Die ordern alles im iPad, die Logistik hat sich vollkommen automatisiert und ich glaube, so eine langsame Verschiebung ist das. Es ist jetzt nicht so, dass wir denken, ah, Mensch, weg und dann kommt das Sprachmodell und spricht mit uns anstelle dessen. Es ist jetzt eine große Antwort auf eine große Frage. Und wenn ich da noch einmal einhaken darf, weil Sie das schon angeschnitten haben, also Sie machen sich so ein bisschen Sorgen, haben Sie gesagt, um die Erwachsenen. Das heißt, in Ihrer Vorstellung müssten eigentlich alle, nicht nur eben die Schülerinnen und Schüler oder auch vielleicht die Menschen, die gerade aktuell an den Universitäten sind, etwas mitnehmen können über KI, sondern das sind Kompetenzen, die eigentlich gesamtgesellschaftlich benötigt werden. Sehen Sie eine Möglichkeit, wie das gelingen kann? Weil eben gerade Schule ist natürlich der Ort in der Gesellschaft, wo man noch alle erreichen kann und danach wird es schwierig. Ja, also wir müssen da viel mehr auch sozusagen aufklärerischer und auch technikaufgeregter werden. Also wenn Sie sich mal anschauen, wie wir im Moment über künstliche Intelligenz sprechen und auch Filme machen, dann sind das meistens so schreierische Terminator-artige, die Maschine möchte ausbrechen, die Maschine möchte und wird uns und so weiter. Das hilft natürlich in der täglichen Arbeit zum Verstehen und zum technischen Kompetenz haben wenig. Und die Frage ist, wo kriegen wir diese technische Kompetenz her? Weil ich schon wirklich glaube, dass das quasi wie eine Art Schock in den nächsten Jahren über alle ausgegossen wird. Und jeder von uns wird auf die eine oder andere Weise mit dieser Funktion, dass Sprache jetzt technisch prozessiert werden kann, umgehen müssen. Und damit besser umgehen zu können, bedeutet, dass man ungefähr weiß, wie das funktioniert. Wir haben das ganz stark, also wir kommen leider aus einer Technikvorstellung, bei der wir uns immer denken, Technik funktioniert einfach. Wir stellen uns dahin, wir drücken auf einen Knopf und hinten kommt dann die richtige Lösung raus. Das ist natürlich im echten Leben oft ganz anders. Nur leider haben wir uns an so einen Technikbegriff, wo wir Technik nicht üben müssen, gewöhnt. Vielleicht sind ältere Leute im Publikum, die sich noch daran erinnern können, dass man zu jedem technischen Automat in der Küche eine Inhaltsangabe geliefert bekommen hat, die man erst mal durchlas, bevor man das Gerät in Betrieb nahm. Das hat sich wirklich in den letzten 20 Jahren komplett verändert. Geräte kommen heutzutage auf eine Art und Weise, auch der Computer, wir machen die an und wir wissen ungefähr intuitiv, wie die funktionieren. Das ist jetzt allerdings eine Technologie, da sollten wir wissen, wie die funktioniert. Nur wo lernen wir das? Und das fehlt meines Erachtens. Und da fehlt wirklich Medienkompetenz, um damit umzugehen. Wie macht man das kaputt? Wo ist das stark? Wie lernt man quasi mit diesem großen Sprachmodell zu fahren, richtig zu fahren? Wo könnte man umkippen und so weiter? Und wir haben uns leider zu sehr an einen Rechner gewöhnt, der wie ein dummes iPad funktioniert, wohin wir auch drücken, alles funktioniert irgendwie. Und mit großen Sprachmodellen, die sind leider etwas wackeliger und geben uns Fehlinformationen aus. Und wir müssen ein Gefühl dafür entwickeln, wo könnten diese Fehlinformationen sein und wo sind sie wahrscheinlicher und wo sind sie unwahrscheinlicher. Also es ist keine Suchmaschine. Und wir gehen natürlich immer an eine neue Technologie so ran, wie das letzte große Erlebnis, das wir hatten. Und deshalb suchen, denken wir natürlich als erstes, oh, da kann ich was suchen. Das ist aber eigentlich nicht, wie diese Maschine benutzt werden sollte, weil Kompetenz, wie gesagt, hat sie nicht.
Und damit bedanke ich mich recht herzlich bei Ihnen, Mercedes Bunz, denn da können wir wunderbar dran anschließen, gleich in unserer Diskussion. Und zwar, wo lernen wir das eigentlich alles? Wo kommen denn die Kompetenzen her? Und was brauchen wir eigentlich, um mit künstlicher Intelligenz umgehen zu können? Also herzlichen Dank erst einmal an Sie. Dankeschön. Und damit darf ich jetzt meinen Kreis erweitern. Schön, dass wir hier in dieser Runde sitzen. Bei mir sind jetzt Professor Dr. K.R. Timm, Professorin für Medienwissenschaft und Intermedialität an der Universität Bonn. Sie leitet die interdisziplinäre Arbeitsgruppe Bonn-RWTH Aachen zu Autonomie und autonome Systeme und ist Mitglied der Akademie der Wissenschaften. Und sie forscht seit vielen Jahren schon zu Online-Medien, insbesondere zu Fragen von sozialen Netzwerken wie Facebook oder Twitter, Mobilkommunikation, aber auch zur digitalen Demokratie und ethischen Perspektiven von Mensch und Maschine. Herzlich willkommen. Dann direkt neben mir Florian Rampelt, Programmleiter Digitale Bildung und Future Skills und Geschäftsstellenleiter des KI Campus beim Stifterverband in Berlin. Werden wir vielleicht gleich noch mal kurz drüber sprechen, was das ist. Der Bildungs- und Erziehungswissenschaftler arbeitet an einer zukunftsfähigen Aus- und Weiterbildung für die digitale Transformation und seine Forschung fokussiert sich derzeit auf Wissen, Kompetenzen und Qualifikationen zu künstlicher Intelligenz und Fragen der Anerkennung. Schön, dass Sie da sind. Und last but not least, Dr. Simon David Hirsbrunner, Teamleiter am Internationalen Zentrum für Ethik in den Wissenschaften der Uni Tübingen und Dozent am Hasso-Plattner-Institut. Und er forscht zu Verantwortung, verantwortungsvoller KI-Entwicklung, Datenethik, digitaler Polizeiarbeit und Online-Medien. Und jetzt wollen wir also in die Utopie einsteigen. Vielleicht fangen wir direkt mal an mit Ihnen, Herr Hirsbrunner. Was verstehen Sie denn unter generativer KI? Wir haben es ja schon so ein bisschen angerissen bei der textbasierten KI. Ja, genau. Ich mache da einfach weiter. Also generative KI, da verstehen wir verschiedene Verfahren der künstlichen Intelligenz mit, die eigenständig Inhalte kreieren können. Und das können dann eben, das können Bilder sein, das können Texte sein, das können aber auch Musikkompositionen sein, bis zu ganzen virtuellen Welten und so weiter, perspektivisch. Das geht weiter als bisherige Verfahren des maschinellen Lernens und der KI, in dem es eher darum gab, dass die Maschine sozusagen sehr eng begrenzte Aufgaben sehr gut vollzogen hat, wie beispielsweise die Unterscheidung zwischen Katzenbildern und Hundebildern oder so etwas, aber auch andere Aufgaben wie Spielen von Schach oder Go. Und das haben diese Maschinen schon eine Weile sehr, sehr gut hinbekommen. Aber wir gehen jetzt sozusagen einen Schritt weiter, wo die Maschine etwas macht, was wir als Menschen zumindest als kreativ empfinden, als kreative Leistung empfinden. Ob das eine richtige Wahrnehmung ist oder nicht, darüber können wir ja dann auch noch sprechen. Als Ergänzung möchte ich einfach noch betonen, dass also das, was wir jetzt auch hier in dieser Diskussion besprechen, unter generativer KI oder Produkten von generativer KI. Das ist natürlich nur so ein Teil des Ganzen. Wir werden über Bilder sprechen und vor allem über Texte, Textmaschinen und so weiter. Aber generative KI, die produziert natürlich vor allem auch nicht menschenlesbare Medien, sondern maschinenlesbare Medien. Zum Beispiel synthetische Daten. Und was mit synthetischen Daten gemeint ist, ist, dass das Bilder oder Texte oder tabellarische Daten und so weiter sind, die nicht für uns geeignet sind, aber die dazu verwendet werden, um andere KIs zu trainieren. Und das löst dann teilweise auch so bestehende Probleme mit dem Datenschutz und so weiter. Aber das, entwickelt sich selber zu einem Problem, wo wir stark darüber nachdenken müssen, was Authentizität überhaupt noch bedeutet in so einer Welt und Zuverlässigkeit, wenn auf solchen synthetischen Daten trainiert wird. Genau. Und ich finde, da merkt man eigentlich schon, das ist viel komplizierter, als wenn man jetzt jemandem erklären soll, was ist ein Fernseher, was ist Radio und so weiter und so fort. Und da gebe ich gleich mal direkt weiter an Frau Timm. Inwiefern kann man denn künstliche Intelligenzen wie ChatGPT beispielsweise noch mit so einem alten Medienbegriff fassen?
Ja, vielen Dank für die Frage. Das spielt ein bisschen drauf an, auf eine Diskussion, die wir in den letzten, ich würde mal sagen, 6, 8 Monaten intensiv führen. Und zwar nicht nur im Bereich der Medienpädagogik, sondern im Bereich der Medienwissenschaft insgesamt, wo wir uns fragen, was ist denn unser Fach eigentlich noch? Ja, also kann ich denn ein ChatGPT oder ein DALL-E, das ist sozusagen die bildgenerierende Variante dann, oder einen Roboter, mit dem wir inzwischen im Unterricht ja auch arbeiten, sind das denn noch Medien? Meine Antwort darauf wäre, nein. Ja, wir müssen uns einfach überlegen, wo geht die Reise hin? Und ich glaube, wir haben jetzt auch sehr, sehr schön schon Frau Kollegin Bunz gehört, was in Zukunft wir an Herausforderungen haben. Und sie hat ja am Ende interessanterweise auch dann eher von Technologien gesprochen. Und deswegen haben wir auch in verschiedenen Diskussionsrunden, also keineswegs nur in Europa, auch in den USA, in Kanada gibt es diese Debatte, sozusagen um die Frage der Souveränität. Ja? Brauchen wir nicht einen Begriff von Technologiesouveränität, um abzubilden, dass wir möchten, dass Menschen souverän mit diesen Technologien umgehen. Und bisher ist ja dieser Terminus ja eher, ich sag mal, für Staatengebilde oder für Institutionen gedacht. Also zum Beispiel sagt jetzt, sag mal, die deutsche Politik sagt, wir wollen nicht von China technologisch abhängig sein, wir wollen unsere nationale technologische Souveränität behalten. Das ist der Begriff, wie er bisher gebraucht wird, und wir glauben, für das, was uns zukünftig erwartet, was unsere Kinder, Kindeskinder und natürlich auch schon heute junge und auch ältere Menschen selbstverständlich mitnehmen sollen, braucht es einen neuen Begriff. Und es braucht diesen Begriff nicht nur, weil man sagt, naja, das ist jetzt Wissenschaft und Theorie. Hinterher sind natürlich dann auch Forderungen an die Politik, nicht nur an die Bildungspolitik, sondern natürlich auch an die Technologiepolitik. Aber da können wir vielleicht dann nachher ja auch nochmal drauf kommen. Dann schließe ich trotzdem gleich eine Frage an. Warum ist denn digitale Souveränität so wichtig? Und gerade wenn wir jetzt auch über Medienbildung sprechen wollen, warum ist das so wichtig? Also Medienbildung würde ja nicht verschwinden. Also ich glaube, das ist ein eingeführter Begriff, und auch in der Wissenschaft geht man nicht leichtfertig mit solchen Konzepten um. Ja, wir haben ja nach wie vor, wie wir hier schön sehen, auch Fernsehen, wir haben das Radio, was viele von uns ja auch noch durchaus in Formaten hören, die nicht nur im Streaming-Bereich liegen. Wir haben sozusagen diese alten Medien ja durchaus noch. Ja. Das heißt, Medienkompetenz bleibt sicherlich. Aber wir haben eben mit den neuen Herausforderungen von diesen neuen Technologien auch demokratische Herausforderungen an Teilhabe. Ja. Zum Beispiel, wenn ich nur noch an Politik partizipieren kann, wenn ich verstehen kann, dass ein Bild vom Papst in einer weißen, sehr coolen Outfit, wenn das eben nicht echt ist. Ja, oder wenn ich weiß, dass die Verhaftung von Trump, auch wenn sich das Millionen Menschen sicherlich gewünscht hätten, ja, auch das nur ein künstlich generiertes Verfahren ist, um eine Idee, ja, eine politische Idee in die Welt zu setzen, dann muss ich mich natürlich fragen, wie mache ich denn Menschen so souverän, dass sie mit diesen Technologien umgehen können, also in der Wahrnehmung, aber am Ende natürlich auch sie nutzen können. Und diese beiden Dinge, glaube ich, kriegt man mit dem Begriff besser hin und kann dann entsprechend auch Forderungen an die Politik und an die Institutionen stellen. Letztlich kann man ja sagen, Herr Rampel, Sie versuchen so ein Stück weit daran zu arbeiten, die Menschen digital souverän zu machen, unter anderem eben mit dem KI-Campus. Vielleicht erzählen Sie einmal ganz kurz, was das eigentlich ist, und dann anschließend daran, was für Sie es bedeutet, in der Praxis dann also Menschen digital souverän zu machen. Vielleicht noch eine kurze Anmerkung zunächst. Ich würde sagen, es geht nicht darum, Menschen souverän zu machen, sondern Menschen dabei zu unterstützen, selbst souverän zu werden, in einem selbstbestimmten Umgang mit digitalen Technologien, in einer ja, mündigen Auseinandersetzung damit, wie Medien neu gestaltet werden können. Also das Schwierige ist eben nicht, dass top-down Menschen zu etwas zu machen, sondern sie dazu befähigen, in dieser für uns alle verwirrenden Welt souverän, ich finde, das ist ein toller Begriff, mit KI-basierten Technologien umzugehen. Der KI-Campus versucht das. Der KI-Campus ist Teil der Digitalstrategie und der früheren KI-Strategie der Bundesregierung. Noch vor ChatGPT hat man schon auch politisch erkannt, dass KI-basierte Technologien immer wichtiger werden. Und mit dem KI-Campus versuchen wir als Lernplattform für künstliche Intelligenz über offene,
Ansätze, also Open Source und OER-Ansätze, die Bildung zur künstlichen Intelligenz zu stärken. Unser Fokus war zunächst der hochschulische Bereich, also Studierende zu begleiten, dabei KI als Thema für ihre Studienschwerpunkte zu nutzen. Inzwischen merken wir es ja selbst, die Welt hat sich für uns auch signifikant verändert seit Ende letzten Jahres, dass wir zunehmend mit Lehrkräften zusammenarbeiten, die unsere Materialien nutzen, um Unterricht kurzfristig auch entwickeln zu können, der sich mit KI-Thematiken auseinandersetzt. Ein Lieblingsbeispiel von mir ist aber auch die BAGSO, die Bundesarbeitsgemeinschaft der SeniorInnenorganisationen, mit denen wir auch zusammenarbeiten, weil auch diese Menschen und Zielgruppen interessiert daran sind, was eigentlich KI für ihren Alltag bedeutet. Und wir versuchen als kostenlose und offene Lernplattform hier auch einen deutschen und europäischen Mehrwert zu schaffen. Es gibt schon ganz viel, gerade auf dem nordamerikanischen Markt, und genauso wie das für den Open-Source-Ansatz gilt, den Frau Bunz vorhin vorgestellt hat, glaube ich, gilt das auch für KI-Bildung und Medienbildung. Wir brauchen hier einen europäischen Ansatz menschenorientierter Auseinandersetzung mit KI in der Bildung, und das versuchen wir mit voranzutreiben. Ich würde gerne gleich mal mit einwerfen, was ChatGPT Sie gerne fragen würde. Das passt ganz gut an dieser Stelle. Wie kann denn künstliche Intelligenz in der Medienbildung eingesetzt werden, um Schülerinnen und Schülern ein kritisches Verständnis für Medieninhalte, Algorithmen und Datenschutz zu vermitteln? Na, es kann erstmal eingesetzt werden, das funktioniert ja jetzt wirklich gut, als Tool, um konkret am Gegenstand zu lernen, um nicht nur eine theoretische Auseinandersetzung mit etwas zu haben, sondern Souveränität dadurch zu erlangen, dass man sich annähert, dass man diskutiert. Ein Beispiel, ich habe das gerade erst in meiner eigenen Organisation durchgeführt, Workshop zu Chatbots für die Stiftungsarbeit. Dort haben wir uns mit unterschiedlichen KI-Tools auseinandergesetzt. DeepL Write als Schreibassistent, DeepL als Übersetzungstool, ChatGPT für die Workshopplanung. Und die Kolleginnen und Kollegen haben das Tool genutzt, um selbst Fragestellungen zu beantworten und dann aber gemeinsam zu reflektieren, welche Chancen haben sich ergeben, was war richtig und was war eben auch falsch. Also KI sollte zunächst ein Gegenstand der Auseinandersetzung sein. Wir diskutieren schon viel zu oft darüber, dass KI Bildung grundlegend verändern kann, als Lernassistent, als Tool, das eigene Lernangebote entwickelt. Ich glaube, dass neugierige Auseinandersetzung mit Grundfunktionen von für uns relevanten KI-Anwendungen, das ist der erste Weg, wie wir eine Nutzung von KI auch in die Bildung hineinbringen können. Was für Chancen sehen Sie denn, Herr Hirsbrunner, wenn es also um KI im Bereich Medienbildung geht? Weil es gibt immer so viele Befürchtungen in der Welt, das sprach ja auch Mercedes-Benz schon an, die KI, die könnte eben ganz schlimm sein und so. Und gerade Mercedes-Benz war ja eher so von der positiven Seite. Das wird uns schon auch noch was bringen. Wie ist da Ihr Ansatz? Also ich finde, dass Frau Bunz das schon sehr, sehr gut dargestellt hat, so ein paar Ideen auch in den Raum geworfen hat und dass zum Beispiel etwas ist, dass, glaube ich, mit solchen Technologien, oder es sind ja eher Benutzeroberflächen, hinter denen KI steht, dass wir, also SchülerInnen, LehrerInnen und all andere Bildungsschaffende eben auch lernen können, kritisch zu denken, kritisch zu handeln und so weiter, miteinander sozial Probleme zu verhandeln, Unsicherheiten zu verhandeln und so weiter und so fort. Und das ist, glaube ich, eine Riesenchance, die wir haben. Und ich finde, dass das auch etwas ist, was wir als SozialwissenschaftlerInnen und GeisteswissenschaftlerInnen vielleicht auch wirklich besonders interessant finden sollten. Weil, also in den Naturwissenschaften, und ich arbeite ja viel mit Informatikern zusammen, da geht es ja oft darum, Lösungen zu entwerfen für bestimmte Probleme. Und wir als SozialwissenschaftlerInnen sagen ja manchmal einfach, ja gut, wir haben nicht die Lösung zu den Problemen, aber wir stellen... Das macht die Naturwissenschaftler wahnsinnig. Wir stellen einfach die besseren Fragen oder wir entwickeln zusammen Fragen und so weiter. Und das ist doch etwas, dass man beispielsweise jetzt mit ChatGPT einfach ganz gut lernen kann. Und es geht nicht darum, die Leute zu professionellen Promptern auszubilden oder so etwas, damit sie das besser nutzen können und ihre Handlung optimieren können oder so, sondern es geht wirklich darum, so eine Kritikfähigkeit oder eine kritische Distanz einfach zu dem zu gewinnen, wie sie selber mit dieser Technik hantieren.
Sehen Sie das auch so? Also Mercedes-Bund sagte ja, sie fände schon, alle sollten das vernünftige Prompten beispielsweise lernen. Jetzt sagt der Hirschbund, naja, eigentlich brauchen wir vor allen Dingen kritischen Umgang. Wie sehen Sie das, Frau Timm? Also ich bin deutlich skeptischer, wenn ich jetzt mal ehrlich bin. Und ich glaube auch, wir haben ja erst den Anfang gesehen von etwas, was sich als eine große Welle aufbaut. Und wir sind ja heute auch in einer Diskussion, bleiben wir so ein bisschen bei dieser Textgenerierung. Ja? Aber man darf trotzdem nicht vergessen, ja? Text ist ja auch ein Abbild eines Prozesses, den die Menschen sozusagen langsam lernen. Und das scheint alles ein bisschen harmloser, als es ist. Wir brauchen ja bloß dran zu denken, wenn wir die Texte verlassen. Ich mache mal ein konkretes Beispiel. Die Regierung, die französische Regierung hat beschlossen, die Olympischen Spiele, die nächstes Jahr in Frankreich stattfinden werden, mit flächendeckend über alle Standorte sozusagen automatisierter Gesichtserkennung zu versehen. Großes Thema, denn natürlich Menschenrechte würden von dieser Form der Überwachung in jeder Form missachtet. Also von Privatheit, Datenschutz wollen wir mal gar nicht reden. Wir haben ja mit der DGSVO in Europa auch eine klare Richtlinie. Es würde alles gebrochen. Plötzlich galoppiert die Politik in eine Richtung, wo wir sagen müssen, das kann und darf nicht umgesetzt werden. So, und das heißt aber auch, wenn wir zurückgehen auf die Textbasierung, bereitet diese Form des Umganges mit ChatGPT vor, es gibt ja bald 5, ich habe es in den USA schon gesehen, kann noch viel mehr als 4, bereitet das den Boden unter Umständen vor für eine Welt, die in einer massiven Art und Weise wenigen Institutionen, wie gesagt, OpenAI hat im Moment die Vorherrschaft, schauen wir in die USA, jetzt kommt Google, jetzt kommt Microsoft, die kommen mit neuen Tools im Herbst auch auf den deutschen Markt. Was passiert denn dann? Und dann ist es leider nicht mehr so, wie Frau Bunz gesagt hat, dass es keine Suchmaschine ist, dann ist das integriert in die Suchmaschinen. Ja, und das neue Bing, wenn Sie sich das mal angucken, in den USA hatte ich die Gelegenheit, das vor 3 Wochen zu tun. Also hallo, sage ich da nur. Ja, was kommt denn da für eine Welt an vorgefertigten Informationen, die Google ist ja sowieso schon unheimlich rassistisch, ja, und die Datenselektion ist auch misogyn. Also da erzähle ich hier natürlich auch nichts Neues in der Runde. Aber ich gebe zu, mich macht das emotional betroffen. Und ich glaube, dass wir gut daran sind, in Europa ganz wachsam zu sein und auch in den Schulen, um die Frage noch zu beantworten, von Anfang an mit darauf vorzubereiten, es bleibt nicht nur bei Text. Es ist immer Information, es ist immer Weltwissen. Und die letzte Studie aus den USA, von der University of Berkeley, hat zum Beispiel gezeigt, Weltwissen in ChatGPT-4 ist hochgradig auf großen Literaturen basiert, die eben alle Leute lesen. Also sie finden viel mehr Textbausteine zu Harry Potter als, sag ich mal, zu Shakespeare. Auch das ist eine Verformung von Weltwissen, auf die wir vorbereiten müssen. Also Sie sehen, aus meiner Sicht, es ist leider nicht so locker und ich glaube, danach kommt noch viel, auf das wir heute schon hinweisen müssen. Was sagen Sie? Aus meiner Sicht sollten wir ein bisschen locker bleiben, weil sonst diskutieren wir das wieder verkopft, um es mal zuzuspitzen, zu sehr und vergessen die praktische, neugierige Auseinandersetzung. Ich sage immer, das eine tun, ohne das andere zu lassen. Wir haben, glaube ich, alle ein gemeinsames ethisches Fundament, das uns unterscheidet von ethischen Fundamenten, vielleicht auch außerhalb Europas. Und das muss immer wieder neu ausgehandelt werden in Bezug auf Technologien. Und gleichzeitig ist ChatGPT da. Genauso wie Google da ist. Da steckt auch ein großes profitorientiertes Unternehmen dahinter. Schülerinnen und Schüler nutzen das, Berufstätige nutzen das, Seniorinnen und Senioren nutzen das. Und deswegen glaube ich, der Begriff der Souveränität, es geht nicht darum, alle zu professionellen Nutzern dabei zu unterstützen, professionelle Nutzerinnen und Nutzer zu werden, sondern souveräne Nutzerinnen und Nutzer. Und da plädiere ich dafür, einfach mal loszulegen und es zu machen, es zu testen, aber Raum für Reflexion zu lassen. Das ist notwendig, das ist das, was, glaube ich, uns auch auszeichnet in dem Bildungsideal, das wir vielleicht in Deutschland und Europa gerne vertreten wollen, es nicht immer schaffen. Also lasst es uns ausprobieren, das ist mein Plädoyer, das tun wir auch mit dem KI-Campus, weil wir können uns nicht der Realität verweigern, die nämlich ist, diese KI-basierten Technologien sind Alltagsgegenstand und deswegen ist es besser, es wird mit uns ausprobiert, als es wird unbegleitet getan. Und das war ja auch kein Petitum, jetzt zu sagen, weg mit dem Zeug. Ne? Also nicht, dass Sie mich da falsch verstehen, darum geht es nicht. Ich glaube, es geht nur jetzt bei den Konzepten über die zukünftigen Bildungsformate, Souveränität, wie soll die aussehen?
an was müssen wir denken? Und ich glaube, da müssen wir in der Wissenschaft auf jeden Fall weit vorausdenken über das, was wir gerade haben. Ja, vielleicht, ich bin unter anderem auch ausgebildeter Hauptschullehrer und damals weiß ich noch, wie schwierig es war, sich mit Wikipedia zum Beispiel, also die Diskussionen wiederholen sich ja, es sind nur andere Hypes, die das gerade, also ich glaube, woran wir denken müssen, ist, dass wir eben diese konkreten Testgegenstände nutzen, in dem Bewusstsein, in 3 Jahren wird das schon wieder ganz anders sein, und dass man da gerade in der pädagogischen Auseinandersetzung in der Schule und in der Hochschule mit einer gewissen Offenheit und auch Geschwindigkeit mit drauf eingeht, die leider in der Lehrkräfteausbildung zum Beispiel nicht immer der Regelfall ist. Ja klar, Lehrkräfteausbildung dauert einige Jahre Studium. Bis dahin ist natürlich die Technologie um einiges vorangeschritten, das ist ganz klar. Aber lassen Sie uns noch mal ganz konkret werden zu den Kompetenzen. Was sind denn aus Ihrer Perspektive eben wichtige Kompetenzen, die man Stand jetzt erlernen müsste, wenn man sich gut digital souverän in der Welt bewegen möchte? In der Welt bewegen möchte, ist natürlich sehr groß. Ich würde sagen, in Bezug auf künstliche Intelligenz darf man das Thema Datenkompetenzen nie vergessen. Also wir haben beim KI-Campus mit KI begonnen und festgestellt, halt stopp, oft fehlt es ja an den grundständigen Informations- und Datenkompetenzen, die dahinter stecken. Das heißt, man sollte erst einmal gut verstehen können, das muss in der Schule schon, wie werden Daten gesammelt, wie werden Daten gemanagt, wie können Daten genutzt werden und auch welche ethischen und rechtlichen Rahmenbedingungen gibt es dafür. Zu KI selbst ist mein Plädoyer eine Rückbesinnung auf das Grundwissen. Es müssen nicht alle programmieren können, es müssen auch nicht alle professionelle Prompter und Prompterinnen sein können, aber so ein Grundverständnis dazu, was wir heute schon gehört haben, wie künstliche Intelligenzen eigentlich funktionieren, was generative KI unterscheidet von anderen KI-basierten Modellen, das ist notwendig und das sollte noch stärker in schulische, in hochschulische Curricula integriert werden. Und der dritte Punkt, da kommen wir auf die Kompetenz. A, domänenspezifisch muss man sich damit auseinandersetzen. Ich glaube nicht, dass jede Lehrkraft jetzt wissen muss, wie man Learning Analytics KI-basiert für einen guten pädagogischen Prozess nutzt. Aber ich glaube, dass eben eine Lehrkraft wissen sollte, wie setze ich mich mit KI-Tools im Schulunterricht auseinander. Und das sind dann ganz konkrete Handlungskompetenzen, die aber oft sehr basal sind und erstmal ja die Offenheit auch zur grundsätzlichen Auseinandersetzung erfolgen. Ich sage vielleicht zum KI-Campus, sage ich immer, oft ist es nicht der 10-stündige Online-Kurs, den wir anbieten. Das 5-minütige Online-Video auf YouTube hilft oft mehr, um ein erstes Grundverständnis zu erhalten und überhaupt offen zu sein für die Auseinandersetzung. Weil was wir ja bemerken bei den Menschen, ist eine Unsicherheit und Verwirrung. Und das ist der erste Schritt, bevor wir überhaupt über ja, spezifische Kompetenzen reden können. Und wenn Sie von Kompetenzen sprechen, dann sprechen Sie von unterschiedlichen Stufen. Erst kommt das Wissen und Verstehen und danach kommt das Handeln und Problemlösen. Wenn Sie es mal bewerten sollten, wo würde denn jetzt unsere Bildungslandschaft aktuell stehen? Bei der Kompetenzvermittlung? Na, beim Unwissen. Okay. Es ist leider so, das hat ja, glaube ich, die Kollegin Bunz vorhin auch angesprochen, wir haben immer noch eine mediale Zuspitzung in der Auseinandersetzung mit KI-Technologien. Es geht wirklich darum, auch mal pragmatisch einzuordnen und das so herunterzubrechen, dass es auch normale Menschen, normale Lehrkräfte verstehen und nicht nur wir, die wir Expertinnen und Experten sind. Also wir stehen beim Unwissen, aber... Und ich glaube, das ist dann eben ein großer Gewinn von ChatGPT. Der große Gewinn im Vergleich zu den Sprachmodellen oder auch den generativen Sprachmodellen vor, ist ja eben diese Chat-Komponente, die durch Menschen antrainiert wurde, ist, dass eine Niedrigschwelligkeit möglich wird, die viele Potenziale bietet, unter Berücksichtigung der Risiken, die wir gehört haben, dass man hier eben auch ChatGPT kann halluzinieren, nicht alles für bare Münze nehmen darf. Aber im Moment Unwissen. Jetzt haben wir gerade schon gehört, also es gibt eine ganze Menge auch eben an, ich sage mal, dystopischen Vorstellungen, was da auf uns zukommen kann. Herr Hirsbrunner, Sie forschen zu vertrauenswürdiger KI. Das ist natürlich ein ganz wichtiges Stichwort in diesem Zusammenhang auch. Wir brauchen eben vertrauenswürdige KI. Was verstehen Sie denn überhaupt darunter? Also wenn wir in der Ethik verschiedene Werte, menschliche Werte und ethische Werte verhandeln, dann sprechen wir beispielsweise über Wohlwollen, über Transparenz oder über Fairness, über Gerechtigkeit und so weiter. Und
Es ist kein Zufall, dass die Europäische Union, als sie sich darüber Gedanken gemacht hat, wie sie KI regulieren möchte, dass sie so ein White Paper geschrieben hat, wo sie von vertrauenswürdiger KI gesprochen hat. Und das ist so ein, wie so eine Art Überwert irgendwie, der alles andere mit einschließen soll. Und ich glaube, dass der ganz interessant ist, damit zu arbeiten, aber dass man immer wissen muss, dass man dann eigentlich ein bisschen weiter runter schauen muss und das ausdifferenziert werden muss. Aber wir arbeiten ja beispielsweise mit der Polizei zusammen an Projekten zu KI, wo es auch um KI-Unterstützung für die Ermittlungsarbeit geht und so weiter, also hochsensibel. Und da ist es normalerweise so, dass wenn die von Vertrauen und vertrauenswürdiger KI sprechen, dann sprechen die meistens über Sicherheit und über Zuverlässigkeit. Und was wir jetzt auch als Ethikzentrum da reingebracht haben und worum wir uns kümmern und wozu wir auch forschen, ist eben, dass andere Werte eben auch wichtig sind, um diese Vertrauenswürdigkeit herzustellen. Weil die Technologie, also die KI in Europa, nur vertrauenswürdig wird, wenn sie kompatibel ist mit den ethischen Werten der Gesellschaft. Und das bringt uns halt auch dann natürlich zu dem Punkt, dass die Werte zu KI, die in KI eingeschrieben sind, halt teilweise auch kulturell wirklich sehr unterschiedlich sind und dass es nicht eine KI gibt. Und wenn es nur eine KI gibt, wie beispielsweise ChatGPT oder so, dann ist das eher als Problem zu sehen. Und das muss sich halt ausdifferenzieren, so dass das eben auch in anderen Gegenden der Welt dann noch nützliche Informationen generiert oder Weltwissen sozusagen. Aber auch da, wie funktioniert das denn? Also wir hatten bei Mercedes-Benz schon so ein bisschen angesprochen, kann man Moral in eine Maschine sozusagen integrieren? Genauso ist es natürlich mit einem ethischen Verständnis. Es ist ja letztlich sozusagen bedingt das eine, das andere. Also ist das überhaupt möglich, einer Maschine so die ethischen Grundlagen, sage ich mal, einer Gesellschaft beizubringen? Ja, also ich kann dazu einfach sagen, dass auf jeden Fall viel versucht wird, um das zu tun. Ob wir da schon so weit sind und ob das überhaupt eine realistische Vorstellung ist, das wage ich im Moment zu bezweifeln. Aber also die KI-Forschung hat das immer schon gemacht, auch in den frühen Zeiten symbolischer KI beispielsweise. Da haben sich die ForscherInnen sehr viele Gedanken darüber gemacht, was KI darf und was sie nicht darf. Das ist ja auch Robotik und Ethik der Robotik und so weiter. Also kein Roboter darf einem Menschen schaden und so weiter. Diese Asimov-Regeln beispielsweise, Grundsätze der Roboterethik. Aber im maschinellen Lernen, die Technologien, mit denen wir jetzt seit 10 Jahren etwa zu tun haben, da differenziert sich das eben dann eher aus in Thematiken wie den Schutz vor Diskriminierung und den Schutz von Privatheit und so weiter und so fort. Aber zurück zu Ihrer Frage. Wenn wir das Beispiel ChatGPT nehmen, ChatGPT ist eigentlich trainiert mit zwei verschiedenen Methoden, die aufeinander aufbauen. Das erste ist so ein Vortraining, ein nicht überwachtes Vortraining. Da werden ganz, ganz viele Daten aus dem Internet, aus der Wikipedia, aus Google News und so weiter in dieses Modell geworfen und das Modell lernt dann Verbindungen zwischen verschiedenen Wörtern, zwischen Sätzen und Dokumenten. Und was es dann daraus heraus identifiziert, sind eben, wie Frau Bunz das auch uns so plastisch gemacht hat in der Slide, sind Ähnlichkeiten zwischen bestimmten Wörtern, bestimmten Sätzen und so weiter in diesem großen Vektorraum da. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt, und der ist sehr wichtig, das heißt Reinforcement Learning with Human Feedback, da geht es darum, dass das nicht reicht, sondern der Mensch muss weiter dann, und das geht dann in diese Grundsätze mit reinprogrammieren, weil sonst das Modell komplett halluziniert eben. Und teilweise auch einfach problematische Verbindungen
zwischen Sätzen und Konzepten und so weiter lernt, die wir nicht haben wollen. Und das ist dann eben mit diesem zweiten Schritt ist das dann geschehen, wo das Modell verbessert wurde, indem so, das sind dann so, so Spielereien gewesen, wo die Maschine und der Mensch sich gegenseitig gegenüberstehen und das sozusagen nachspielen und da Antworten und Fragen generiert werden. Jedes Mal, wenn die Maschine etwas richtig gemacht hat, bekommt sie einen Punkt. Also dann wird sie weiter in diese Richtung lernen und so weiter. Und so haben wir so versucht, der Maschine so etwas wie ja, moralisches, so einen moralischen Kompass irgendwie mitzugeben. Genau, das ist zumindest die Idee davon. Und wenn wir von Vertrauenswürdigkeit sprechen, spielt dann auch eine Rolle, was für Daten eingespeist werden und wie transparent, Stichwort Transparenz, auch da wieder ist, was sind das für Daten? Also ich muss ja auch unter Umständen vielleicht, um es bewerten zu können, was kommt da raus, auch wissen, was ging ursprünglich mal rein, oder? Ja, jetzt sprechen Sie natürlich so die gesamte Thematik der Transparenz an und ich bin ein großer Vertreter davon, dass für KI, so gut es geht, offene Datensätze genutzt werden sollten und dass Datensätze auch verfügbar sein sollen. Aber es kommt halt schon sehr auf den Bereich drauf an. Also bei diesen großen Sprachmodellen beispielsweise ist es wirklich von äußerster Wichtigkeit, dass vieles an den Trainingsdaten, die wir da drin haben, dass die nicht nur transparent die Information darüber besteht, was da drin ist, sondern dass wir auch Zugänge dazu haben und das eben auch überprüfen können. Und mit wir sage ich jetzt einfach Kompetenzzentren, die so etwas können. Und das sind dann halt auch technische Leute, aber zusammen mit Sozialwissenschaftlern und so weiter. Das ist sehr wichtig, aber ich glaube, das wäre eine Illusion, darauf zu beharren, dass diese ganzen Trainingsdaten verfügbar sein sollen und dass das so eine Transparenz in der KI herstellen kann, weil erstens, wer versteht denn diese Daten, die da drin sind? Also man muss sich das nicht so vorstellen, dass das dann einfach Bilder von Katzen und Hunden sind, sondern das sind endlose Tabellen, die teilweise gar in Formaten bestehen, die gar nicht für uns lesbar sind, die von Maschinen normalerweise gelesen werden und so weiter und so fort. Und dann ist es einfach sehr unterschiedlich, je nachdem, in welchem Anwendungsfeld man sich befindet. Und es gibt einfach Bereiche, wo diese Trainingsdaten auch mit gutem Grund einfach nicht verfügbar sein können. Zum Beispiel im investigativen Journalismus. Wir haben dazu eine Veranstaltung auf der Republika dieses Jahr gehabt. Da ist es wirklich sehr schwierig, so eine Transparenz über die Trainingsdaten sozusagen herzustellen. Und ebenso in dem Feld, in dem ich oft arbeite, in der Polizeiermittlung, da ist es auch so, dass diese Daten keinesfalls zur Verfügung stehen dürfen. Mhm. Ja. Und wenn wir über das Thema Vertrauen sprechen, dann ist natürlich die vertrauenswürdige Quelle und die vertrauenswürdige KI sozusagen eine Sache, aber eben auch das Vertrauen natürlich der Nutzerinnen und Nutzer in diese neue Technologie. Frau Timm, was glauben Sie denn, wie kann man denn Vertrauen schaffen und wie kann man dann auch wiederum, wenn wir jetzt über die ganzen Texte, die beispielsweise entstehen durch ChatGPT, vertrauenswürdige Quellen überhaupt noch schaffen? Vielleicht bevor ich die Frage beantworte, würde ich gerne nochmal auf Frau Sickert in diesen Begriff der Dystopie kommen, den Sie gerade verwendet haben, weil ich glaube, das verschleiert so ein bisschen verschreibt ein bisschen die Straße, auf der wir uns gerade befinden. Und ich mache da auch mal ein konkretes Beispiel. Wir haben jetzt den AI Act, da kommen wir vielleicht noch drauf, aber es gibt natürlich jetzt schon ganz viele Anwendungen, die noch nicht reguliert sind. Beispielsweise auch die Bundesanstalt für Arbeit wird in Zukunft KI einsetzen, um bestimmte, ich sage jetzt mal, Programme, Empfehlungen etc. für die jeweiligen Personen konkret umzusetzen. Wir wissen, dass die österreichischen Bundesbehörden Sozialhilfeallokationen über bestimmte Programme, die natürlich mit bestimmten Werten und Daten gefüttert waren, zum großen Entsetzen ja, der österreichischen Öffentlichkeit ausprobiert haben. Und wir wissen beispielsweise in New York, und das kennen bestimmt nicht nur junge Zuhörerinnen und Hörer, dass man faktisch, wenn man sich bewirbt, seine Daten hochlädt, also wer hat denn heute schon noch Papierbewerbung, das gibt es ja fast schon gar nicht mehr, das wird eingelesen und das sind eigentlich sehr klare Daten. Ja? Nur die Entscheidungsprozesse für das, was nachher rauskommt, insbesondere im Recruiting, sind es eben nicht.
Und bei Allokationen, die dann, ich sag mal so, wirklich den Lebensunterhalt betreffen, teilweise ja leider auch nicht. Wir haben inzwischen, was diese Recruiting-Sachen angeht, in den USA ein Beispiel, was mich, man ist ja sehr kritisch immer den USA gegenüber, nach dem Motto, die erlauben immer alles und haben andere Werte als wir, aber so einfach ist es dann auch wieder nicht. Zum Beispiel hat eben die Stadt New York das erste, wirklich erste weltweite Gesetz zur Regulierung der Anwendung von persönlichen Daten im Zusammenhang mit KI-bezogener, sag ich mal, Jobrekrutierung auf den Weg gebracht. Und am 1. Juli diesen Jahres, also in 14 Tagen, wird dieses Gesetz Anwendung finden. Wir alle sind total gespannt. Ich war selber echt überrascht. Ich habe mir das angeguckt. Und eine der Dinge, die ich großartig finde, und da kommen wir natürlich wieder auf das Thema Souveränität zu sprechen und auch auf die soziale Ungleichheit, die, darum mache ich mir große Sorgen, die damit einhergeht. Also in New York können Sie dann ab dem 1. Juli, wenn Sie das Gefühl haben, Sie sind ungerecht um diesen Job gebracht worden, anfordern, welche Ihrer Daten Eingang gefunden haben. Und das ist ja nicht nur das, was Sie hochladen. Da ist Facebook dabei, da ist Twitter dabei, da ist Instagram dabei. Das heißt, das gesamte Potpourri an digitalen Daten von Ihrer Person wird da verwendet. Das heißt aber, ich habe jetzt, wenn ich gebildet bin, wenn ich vielleicht auch einen guten Anwalt habe, habe ich die Möglichkeit, sozusagen eine persönliche Datenklage einzureichen. Wir werden sehen, wie das funktioniert. Aber ich habe das Beispiel gegeben, einfach nur um ein bisschen diese Dystopie rauszunehmen. Das ist alles schon sehr real und natürlich auch sehr politisch. Und deswegen glaube ich, dass es gut ist, neben dem, was wir in den Schulen fordern müssen, dass die Kids damit umgehen können und meine Studierenden, ganz ehrlich gesagt, bei denen wird das auch fehlen. Also nicht, dass sie da denken, die können das alles schon, ganz wahr, gar nicht. Aber ich glaube, die lange Richtung muss wirklich die sein, wie gehen wir damit in the long run um? Was bedeutet das für Gesellschaft? Und natürlich, was bedeutet es auch für den Zusammenhalt in einer Gesellschaft? Und wir haben ja eh schon viele Themen damit. Wir haben auch eine digitale Spaltung in diesem Land, gar keine Frage. Und meine Sorge ist eben, dass die noch größer wird. Und dann wird es natürlich auch weniger Vertrauen in die Institutionen geben, die unter Umständen nicht transparente und nicht vertrauenswürdige KI anwenden, weil die Menschen das gar nicht verstehen können. Da würde ich total recht geben. Wie soll man das verstehen, was vertrauenswürdig ist oder nicht? Das heißt, wir haben eine riesige Aufgabe, auch in der Politik, in allen Institutionen. Und ich würde gerne die Volkshochschulen mal in die Runde noch mit einwerfen. Die werden gerne vergessen. Die Volkshochschulen sind eine der wichtigsten niedrigschwelligen Einrichtungen, die dieses Land hat. Ein großer Verdienst. Ich bin jetzt sehr parteiisch, ich bin da im wissenschaftlichen Beirat, also muss ich jetzt gleich mal outen. Aber wir haben uns gestern getroffen, um zu überlegen, neben den Schulen, welche Bildungseinrichtungen, und Sie haben ja schon die BAXE erwähnt, finde ich total toll, welche Bildungseinrichtungen müssen denn auch mitziehen? Und was können die machen, um in die große Menge zu gehen? Und ich kann nur noch mal die Volkshochschulen empfehlen, so viele tolle, engagierte Menschen, Hunderte und Hunderte von Volkshochschulen, die da vielleicht auch mitspielen könnten, also mit sich beteiligen, auch werden, garantiert. Also wir sehen, alle rüsten sich, aber die Debatte, ich glaube, die müssen wir laut und klar und kritisch führen, weil wir müssen eben, wie gesagt, auch schon nach übermorgen gucken, aus meiner Sicht. Aber Sie sagen es ja auch, also die Realität ist sozusagen schon da. Die KI geht aber auch nicht mehr weg. Also jetzt müssen wir ja lernen, irgendwie damit umzugehen. Das funktioniert sicherlich zum einen über Vertrauenswürdigkeit, aber eben auch erstmal überhaupt auch über Vertrauen auf der anderen Seite. Also wir müssen versuchen, das hinzubekommen, dass die Menschen Vertrauen in diese Technologie haben. Was denn für Sie, bildet da die Grundlage, dass wir dieses Vertrauen auch in einer Gesellschaft schaffen können, wenn Sie diese ganzen Probleme ansprechen? Also da ist ja, wie gesagt, da gibt es eine ganze Menge zu tun. Was bildet für Sie da die Grundlage für Vertrauen? Also da kann ich mich eigentlich nur anschließen. Auf der einen Seite natürlich Wissen. Und ich gebe Ihnen total recht, wir sind auf dem Unwissen, sag jetzt mal Stand. Das heißt, wir haben eine hohe Verpflichtung, in alle Altersgruppen und Bevölkerungskreise, wie auch immer der Bildungsstandard sein mag. Und wie gesagt, nochmal, ich habe große Sorge vor dieser Aufspaltung, dieses Wissen reinzutragen. Der zweite Punkt ist, und Politik, sorry, die sind mehr denn je am Zug. Ich muss vertrauen können, dass die Politik sorgsam und vertrauensvoll damit umgeht, mit meinen Daten, ja, mit meiner Persönlichkeit, die da ja auch mit drin spielt. Und deswegen sind ja solche Geschichten wie nach dem Motto, wir hatten in Berliner Südkreuz, hatten wir ja die große Studie zur
Gesichtserkennung, die ja katastrophal gescheitert ist und wo der Bericht ja dann auch lange gar nicht verfügbar war. Also das heißt, Vertrauen in die Daten, in die Benutzung der Daten und vor allen Dingen, und ich glaube auch wirklich in die Institutionen. Und da sehe ich im Moment auch eine große Herausforderung, um nicht zu sagen, vielleicht das größte Problem sogar. Also ich kann das alles unterschreiben, was hier gesagt wurde. Ich glaube, genau, es ist noch weniger die Politik als die öffentliche Verwaltung, die hier tatsächlich souverän und kompetent, dass es wirklich kompetent umgehen muss mit den Technologien, die Schritt für Schritt jetzt da hineinkommen. Und das ist, also es gibt ja viele tolle Initiativen. Es gibt den KI-Campus als Bundeslernplattform für KI. Wir haben mit dem Deutschen Volkshochschulverband Stadt-Land-Datenfluss gibt es eine App, alle gerne runterladen oder bei uns als Online-Kurs nutzen, ja. Uns mit Data Literacy auseinandergesetzt. Es gibt einen E-Government Campus, der also E-Government Kompetenzen schärfen will. Aber wir haben natürlich auch ein politisches System und ein Bildungssystem, das sehr stark durch den Föderalismus geprägt ist. Mhm. Teilweise kommen dann noch die Spezifitäten der kommunalen Verwaltungen und kommunalen Behörden hinzu. Also wir müssen es irgendwie schaffen, um wieder mal das große Rad hier zu drehen. Wir müssen es schaffen, da wirklich so ein Hand in Hand auf allen Ebenen, eine KI-Bildungsinitiative zu schaffen, die eben nicht wieder nur so ein UFO auf Bundesebene ist. Und da sind wir, glaube ich, noch nicht gut genug, dass wir so ganz viele tolle Ideen auf den unterschiedlichen Ebenen haben, aber das Rad wird immer wieder neu erfunden. Es wird immer wieder auf der grünen Wiese neu gedacht, wie kann ich in Kommune X mich mit KI auseinandersetzen, obwohl es die Kommune Y 50 Kilometer weiter schon getan hat. Und das ist, glaube ich, wirklich die große Herausforderung. Und da sind wir wieder bei der Politik, hier endlich mal Hand in Hand zu gehen, hier kopieren auch wirklich zu fördern und zu stärken, nach links und rechts zu schauen, wer kann etwas eigentlich schon ganz gut. Wir reden immer von Estland. Wir sollten mal von Brandenburg reden, wenn wir in Berlin sitzen. Oder von Nürnberg reden, wenn wir in München sitzen und gucken, was können die eigentlich gut in der Auseinandersetzung mit KI, damit wir gemeinsam Vertrauen stärken können. Das wäre mein Plädoyer dafür. Und die öffentliche Hand hat hier eine ganz besondere Verantwortung. Warum sagen Sie, die öffentliche Verwaltung ist für Sie noch der größere Knackpunkt als die Politik? Na, weil einfach viel von Alltagshandeln, das, was jetzt auch beschrieben wurde, ob es um Sozialleistungen geht oder viele andere regulatorische Aspekte, hier sicherlich, also administrative Tätigkeiten, einfach sehr wahrscheinlich sehr bald durch KI-Technologien unterstützt werden können. Ganz konkrete Möglichkeiten sich da ergeben und dafür braucht es auch kompetente AnwenderInnen und Anwender. Das sind eben nicht nur die allgemeinen Bürgerinnen und Bürger, sondern vor allem auch die, die das Tool in der Hand haben und so nutzen sollten, dass es keinen Schaden anrichtet. Kommen wir zurück zur Politik und auch dem schon angesprochenen AI Act. Also das ist ein Gesetz zur Regulierung von künstlicher Intelligenz auf EU-Ebene, ist aber noch nicht so ganz raus, was sozusagen dabei rumkommen wird. Frau Timm, was wären denn für Sie wichtige Stellschrauben, gerade wenn wir jetzt auch auf das Thema Medienbildung gucken? Was wäre für Sie essentiell, was da rein müsste? Was würden Sie sich wünschen? Also vielleicht nochmal ganz kurz zum Stellenwert von dieser Maßnahme, die ja seit mehreren Jahren diskutiert wird. Es gab verschiedene Weißbücher, jetzt hat das Europäische Parlament zumindest mal einen Entwurf so beschlossen. Das Interessante ist, die Welt wartet drauf. Ich weiß, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen sehr traumatisierend, aber es ist ja wirklich so, wenn Sie in den USA und in Kanada hatten wir jetzt große Tagungen dazu und alle sagen, wir gucken nach Europa. Macht mal hin, ne? Ja, so ungefähr, wenn ich es mal locker formulieren darf. Weil das ist genau übrigens wie die DSGVO, der Datenschutz ist ein, ich sag mal so, ein Symbol für eine bürgerorientierte Technologieentwicklung. Und das ist unsere Marke, das ist Europa. Menschenrechte, Bürgerrechte, und das sind ja nicht nur Werte, die viele in der Welt teilen, das sind ja Werte, die wir auch leben, anders als in anderen Ländern der Welt. Und ich glaube, wenn man sich das nochmal klar macht, wie wichtig das ist, ja, dann hoffe ich auch wirklich, dass der Bundestag das nicht zerredet, ja, um das vielleicht auch nochmal gleich kritisch anzumerken. Das werden wir dann ja alle im Laufe der nächsten Monate mitbekommen. Für mich persönlich am AI Act, was ich sehr gut finde, also vielleicht nur ganz kurz, was das bedeutet. Also man differenziert faktisch nicht nach der technologischen Bauweise, sondern definiert nach Anwendungskontext. Und das ist sehr pragmatisch, das ist, glaube ich, auch sehr gut gerechtfertigt, finde diesen Ansatz sehr, sehr gut.
Aber er macht natürlich auch die Türe offen dann für unterschiedliche politische Interessen. Ja, wir haben ja schon, ich habe ja schon gezeigt, aha, die Franzosen wollen plötzlich eine Technologie, die sowohl die Menschenrechte einschränkt, ja, in verschiedener Form alle möglichen Bürgerrechte auch in Frankreich einschränkt, trotzdem jetzt nur mal so plötzlich aus Sicherheitsgründen für die Olympischen Spiele benutzen. Das würde dann eben nicht mehr gehen. Ja? Und ich glaube, dass diese Form der Überwachung, und da habe ich mit am meisten Sorge, weil natürlich viele Unternehmen auch großes Interesse daran haben, diese Daten für kommerzielle Zwecke zu nutzen. Wir sehen ja schon, wie die Werbung uns alle überrollt. Wenn das sozusagen auch für bestimmte staatliche Maßnahmen gelten sollte, ist das ein hohes Problem. Denn ich glaube, Vertrauen, und da komme ich auf mein Forschungsthema Demokratie zu sprechen, bedeutet eben auch Vertrauen in die politischen Institutionen, die dann mit meinen Daten das tun, was ich politisch für, ich sag mal, was ich noch für vertretbar halte. Ja? Und da sind wir natürlich, also wir haben sehr viele Umfragen gemacht, wir machen gerade eine große Studie mit den Kollegen zum Beispiel in Warschau zusammen zur der Grundhaltung von verschiedenen europäischen Ländern aktualisiert, ne? Ja, jetzt nach ChatGPT, was denken denn die Europäerinnen und Europäer über bestimmte Einsätze von KI? Und eine Antwort, nur um das ganz kurz zu sagen, ist, wir haben wirklich eine fast hundertprozentige positive Zustimmung bei zwei Bereichen. Das ist Agriculture, also alles, was mit Landwirtschaft zu tun hat, in der großen Hoffnung auf eine ökologische Handhabung durch eben KI-Prozesse. Und das zweite ist Medizin. Ja, bei der Medizin gibt es noch ein paar natürlich Fragestellungen, wie wird das angewandt und ist das nicht auch wieder dann eine Form von Ungleichheit, wenn dann der oder die eine die besseren Behandlungen bekommt. Aber wir sehen also ein sektorenabhängiges Vertrauen, um auch auf die Frage nochmal zurückzukommen. Und das bedeutet eben auch natürlich dann für den AI Act zu gucken, wo müssen wir ganz besonders die Stellschrauben anziehen. Und da wird die, ich glaube, es wird im Bundestag, wird da noch ein bisschen dran gedreht werden. Und wenn wir vielleicht beim Thema Demokratie auch noch bleiben und dem erodierten Vertrauen in die Institution, was ja auch immer schon wieder angesprochen worden ist, das ist ja eben auch real. Und vielleicht kann aber auch da KI ein Teil der Lösung sein. Herr Hirsbrunner, Sie haben ein KI-Verfahren verwendet, um Verschwörungserzählungen in Online-Medien zu analysieren. Was sind denn die Ergebnisse davon? Also das war in der Zeit der Pandemie und da hatte man ja ganz viel Zeit und man musste sich neue Sachen überlegen, zu denen man forschen wollte. Und dann haben alle plötzlich zu Verschwörungstheorien, zu Verschwörungserzählungen in sozialen Medien geforscht. Und das war auch wirklich sehr spannend, das zu machen. Ich habe da mit InformatikerInnen zusammengearbeitet. Ich bin ja selber Sozial- und Medienwissenschaftler. Und wir haben da mit sozusagen dieser Vorgängergeneration von GPT mit Bird, Roberta und so weiter, haben wir gearbeitet, also auch großen Textmodellen, Sprachmodellen, aber eben noch nicht gegossen in diese Chatbots, von denen wir heute sprechen. Und wir haben da sehr viel gelernt über Leute, die sich unterhalten zu verschiedenen Verschwörungserzählungen, und dass die Welt flach ist und wer alles schuld ist und so weiter und so fort. Aber der Sinn dahinter war eigentlich eher Verfahren der kritischen Auseinandersetzung mit KI zu entwickeln. Und also das ist auch das, was wir dann publiziert haben. Und wir haben da wirklich in diesem Team dann zusammen, wir haben immer diese Zoom-Meetings gemacht, weil es gab ja nichts anderes mehr. Dann haben wir das alles aufgezeichnet und haben dann später das uns nochmal angeguckt und darüber reflektiert, was wir beispielsweise mit bestimmten Begriffen sagen möchten. Alle haben immer von Kontext gesprochen, aber was ich meinte, ist der soziale Kontext, also die Umgebung sozusagen der Mediennutzung. Und die Leute von den Informatikern, die meinten das, was Frau Bunz vorher gezeigt hat, der Kontext von einem Wort beschreibt die Position des Wortes in diesem hochdimensionalen Vektorraum und sozusagen die Ähnlichkeit zu anderen Wörtern und Sätzen. Und das ist was ganz anderes. Das eine ist in der KI selbst, das andere ist genau außerhalb der KI etwas, was wir eben nicht fassen können als Maschinen.
Und dann haben wir uns darüber unterhalten, wie man damit umgehen kann, wie man kritisch damit umgehen kann. Und das war sozusagen das, was dabei herausgekommen ist. Und ich glaube, dass diese Verhandlung von Begriffen auch, dass das etwas ist, was sehr wichtig ist, wenn wir über KI sprechen, weil, wie wir ja auch in dieser Diskussion gemerkt haben und in der Presse und so weiter, dass wir sehr unterschiedliche Vorstellungen haben dazu, was für uns KI bedeutet. Und KI, also künstliche Intelligenz, ist ja auch eine Metapher, die irgendjemand in den 50er Jahren, also John McCarthy war das, erfunden hat, auch um sich abzugrenzen von anderen Begriffen wie Kybernetik und so. Und das ist eine Metapher und Metapher für die Verhandlung von KI und von Automatisierung, von Digitalisierung und anderen Bereichen und Transformationen der Gesellschaft. So, es ist nicht ein technisches Verfahren. Und das ist so das, was wir dabei eigentlich gelernt haben. Also kein technisches Verfahren, das finde ich sozusagen spannend. Das war mir tatsächlich nicht so klar, sondern der Umgang sozusagen eigentlich damit. Oder wie können Sie es nochmal genauer erklären? Ja, es ist, also das ist jetzt auch nicht nur so eine Idee, dass wir, die wir selber erfunden haben, dass wir uns über diese Konzepte Gedanken gemacht haben. Es ist in dem KI-Akt beispielsweise eine riesen Diskussion gewesen, wie man KI definiert. Mhm. Und diese Definition, die hat sich immer mal in die eine Richtung verlagert, wo es sehr klar auf maschinelles Lernen, also Ansätze des maschinellen Lernens, auf eine bestimmte Technologie ausgerichtet war. Und in anderen Zeiten und von anderen Akteuren wurde das sehr ausgeweitet, was dann dazu geführt hat, dass das kritisiert wurde. Dann, wenn ich auf eine Excel-Liste schaue und dazu eine Berechnung anstelle, wer für den Kaffee in der Kaffeemaschine des Büros bezahlen muss, dann ist das ja schon KI, dann bin ich an diese ganzen Auflagen, muss ich mich halten, die von dem KI-Akt vorgegeben werden. Was natürlich nicht stimmt, aber es hat trotzdem zu dieser Diskussion geführt. Also es ist ein komplexes Unterfangen, KI zu definieren, was ja auch, aber wie Frau Thiem eben schon gesagt hat, nicht das Zentrum des KI-Akts ist, der dazu eine Lösung gefunden hat, nämlich eben die Anwendungsfelder zu definieren und die in Risikoklassen einzustufen. Das macht ja eigentlich auch nochmal deutlich, also wenn selbst da sozusagen noch sich definitorische Fragen stellen, wie schwierig das ist, dann überhaupt einmal künstliche Intelligenz als solches zu vermitteln, wenn es also darum geht, Lehrkräfte, Menschen an den Universitäten sollen verstehen, was das ist und dann wiederum das ja auch noch anderen Leuten beibringen. Wie könnte denn eine gute Weiterbildung aussehen, auch vielleicht für Menschen, die eben nicht mehr an einer Universität oder einer Schule sind, Herr Rampelt? Haben Sie Ideen? Also niedrigschwellig und offen wäre so das erste Plädoyer. Wir haben mit dem KI-Campus, haben wir unterschiedlich von Nate, ich sage immer, vielfältige Bedarfe erfordern vielfältige Bildungsformate. Also es gibt umfangreiche Online-Kurse, die 150 Stunden dauern und dann anerkannt im Medizincurriculum genutzt werden, Teil des Examens sind. Und es gibt eben auch Module zu Sprachassistenzen für Hochschullehrende, die dauern 4 Stunden, vermitteln eben die notwendigen Grundlagen, um Sprachassistenzen als Chance für die Hochschullehre zu nutzen. In der Fort- und Weiterbildung arbeiten wir zum Beispiel mit Mercedes-Benz zusammen. Die haben uns angefragt, die haben KI-Bildung gegoogelt, uns gefunden und gesagt, für unsere Azubis brauchen wir Materialien. Und dann haben die ein Modul gemacht zu datenbasiertem Handeln, das basiert auf einem Kurs des Deutschen Volkshochschulverbandes. Was heißt das also? Aus meiner Sicht muss KI, Aus- und Weiterbildung in Deutschland und Europa so aussehen. Sie muss modular und adaptierbar sein. Sie muss offen sein. Der Beitrag der öffentlichen Hand in Deutschland muss sein, dass sie offene Bildung fördert, die unterschiedlichste Akteure nutzen können. Das zeichnet uns aus. Wir haben kostenlosen Schulzugang, wir haben kostenlose Bildungseinrichtungen und das sollte auch bei KI-Bildung, auch im digitalen Raum, der Standard sein, wie wir uns unterscheiden von zum Beispiel nordamerikanischen Plattformen. Und sie sollte eben ganz pragmatisch unterschiedliche Zielgruppen erreichen können. Die Frage ist weniger, was ist KI, sondern was ist KI für mich in einem ganz spezifischen Kontext, in der Schule, bei Mercedes-Benz am
am Fließband oder eben im Management von einem Unternehmen oder eben, wenn ich als 80-jähriger Senior Alexa bei mir im Wohnzimmer habe und verstehen möchte, was macht das eigentlich mit meinen Daten und welche Entscheidung muss ich treffen. KI-Bildung, und das ist mir vielleicht nochmal als ein Plädoyer zum Ende ganz besonders wichtig, sollte vor allem ja auch souveräne Entscheidungen für und gegen KI ermöglichen. Das ist völlig egal, ob es um meinen privaten Alltag geht, was macht mein Handy, die Medizin-App, die ich nutze, oder ob es im beruflichen Kontext geht. Die Grundlage und das Grundanliegen von Bildung zu KI sollte sein, dass danach Menschen in der Lage sind, sich für oder gegen eine Anwendung von KI zu entscheiden und nicht einfach dem zu folgen, was andere auch tun. Und vielleicht noch ein Einwurf, wenn ich darf. Das ist jetzt Weiterbildung, aber mein Plädoyer ist, wir brauchen die Schulen. Das heißt, wir brauchen eine LehrerInnen-Ausbildung, die endlich begreift, es geht hier nicht nur um Extras, kleines nettes Medienmodul, sage ich mal. Also da rege ich mich immer schon seit Jahrzehnten fast drüber auf. Die Lehrer- und Lehrerinnen-Ausbildung hat diese Module nicht. Es gibt einige Bundesländer, die machen das. Ich muss sagen, Nordrhein-Westfalen kämpfe ich seit Jahren dafür. In Bonn haben wir es auch noch nicht. Da bin ich auch mal selbstkritisch. Aber das heißt, wir müssen die Lehrerinnen- und Lehrerausbildung wirklich reformieren. Es muss ein Gegenstand sein und nicht mehr nur Mathe, Bio, Deutsch, Englisch, was auch immer, sondern dieser Teil muss endlich wirklich als Muss eingebaut werden, die Lehrerinnenausbildung. Wo sollen sie denn sonst herkommen, die ganzen neuen Lehrerinnen und Lehrer, die unseren Kids das beibringen? Was braucht denn ganz konkret die Lehrkraft in der Schule oder auch der Universität, um das Thema KI vermitteln zu können? Sie braucht ein gutes Grundverständnis davon, was KI ist. Sie braucht eine Haltung, eine ethisch fundierte Haltung dazu, wo man KI anwenden sollte und wo nicht. Und sie braucht gute Materialien, die zum Beispiel der KI-Campus zur Verfügung stellen kann. Frau Timm, was meinen Sie? Also ich glaube, ich sehe es ja immer ein bisschen politischer. Also jeder hat so seine Perspektiven. Ich glaube, man muss auch verstehen, was eine Gesellschaft wird, wenn sie mit KI zunehmend bestimmte automatisierte Prozesse integriert. Und deswegen gibt es ja unsere Arbeitsgruppe zum Thema Autonomie und autonome Systeme. Und Autonomie ist unser Ziel, das heißt, die menschliche Autonomie zu bewahren, in Kooperation durchaus mit den autonomen Systemen. Das ist ein großes Ziel, ja. Und das betrifft die berufliche Bildung, es betrifft aber natürlich auch vor allen Dingen die Schulen. Und ich glaube, dass Lehrerinnen und Lehrer heute schon, also wenn wir heute einfach mal schauen, wie verloren und überfordert viele allein nur vom Digitalpakt waren. Ja, Digitalpakt war ja nur Hardware. Es ging ja im Anführungszeichen nur darum, ein Konzept für eine materialbasierte Medienausbildung für die Schülerinnen und Schüler zu schaffen. Was das für ein Stress für diese Schulen war. Es war, ist der glatte Albtraum. Müssen Sie mal mit Rektorinnen und Rektoren reden. Das darf nicht nochmal passieren. Deswegen brauchen wir eine grundständige Ausbildung innerhalb des Studiums. Also zum Beispiel Medienwissenschaft können Sie nicht als Lehramt studieren. Warum eigentlich nicht? Ja? Also das sind einfach kleine Dinge, die man ohne Probleme mit einem Federstreich einmal Landtag, ja, oh, hat abgestimmt und gut wäre. Also sehen, man muss da seinen Humor sich bewahren dazu. Aber es gäbe jede Menge Möglichkeiten. Und dieses Land ist so reich. Ja, also, und wir haben so eine große Aufgabe damit, warum nicht mehr Geld für die Schulen in diesem Bereich? Herr Hirsbrunner? Ja, ich möchte, also alles, was gesagt wurde, dem kann ich wirklich, dem kann ich zusprechen und bin vollkommen einverstanden. Ich möchte hier vielleicht noch ein politisches Momentum irgendwie aufmachen. Also ich finde es sehr, sehr wichtig und auch lobenswert, dass es solche Initiativen wie den KI-Campus beispielsweise gibt. Also ich stelle mir das schon so vor, dass dann im Bereich der Bildung Kompetenzzentren zu KI entstehen müssen und ganz viele davon, und in anderen Bereichen muss es die natürlich auch geben, aber eben in der Bildung, und dass sie sozusagen solche Multiplikatoren sind, die den Lehrenden dann helfen können, vielleicht auch den Schülern etwas zu lernen, im zu definieren, was Vertrauenswürdigkeit bedeutet. Aber was mir sehr, sehr wichtig ist, ist dieses Element von Transparenz und Zugänglichkeit. Und ich denke, dass wir da etwas anders machen müssen, als wir es zurzeit machen, indem wir uns sehr viel zu viel auf diese amerikanischen Modelle vor allem eingeschossen haben und die Nutzung deswegen, und dass wir eben auch eigene Modelle
entwerfen müssen. Das können auch ganz kleine Modelle sein. Das können auch kleine Applikationen sein, die auf größeren Modellen aufbauen, die man sich ja vielleicht teilen kann in der Europäischen Union. Aber ich finde es wichtig, dass diese Kompetenzzentren auch daran arbeiten, auch eigene Tools zu entwickeln und diese dann zur Verfügung zu stellen. Vielleicht kann das sogar mit den Lehrenden gemeinsam dann geschehen oder mit den SchülerInnen gemeinsam. Aber das ist auf jeden Fall wichtig und das ist genauso richtig für den Bereich der Medien, der Medienhäuser. Die müssen das nämlich auch machen. Die müssen Orte werden für Vertrauenswürdigkeit in einer Welt, in einem Zeitalter mit KI. Aber sie müssen selber auch daran arbeiten, so auch uns Werkzeuge zur Verfügung zu stellen oder anderen JournalistInnen zur Verfügung zu stellen, die eben so etwas bewerkstelligen können oder die soziale Netzwerke nach Deepfakes untersuchen können. Und das scheint mir ein sehr, sehr wichtiges, ein wichtiger Aspekt zu sein. Und da müssen wir auf jeden Fall umsteuern, weil das ist etwas, was auch der KI-Akt nicht so richtig hinbekommt. Wir müssen mehr in Richtung Open Source denken, viel mehr Open Source als Open Data beispielsweise. Die Daten müssen gar nicht so unbedingt zugänglich sein, aber die Modelle müssen zugänglich sein, so als Modell eher Hugging Face, sage ich jetzt mal, also so eine offene Gemeinschaft, die eben, in der man Modelle hochladen kann im Internet und nicht OpenAI und Bard und die anderen Modelle der großen Firmen, die uns überhaupt keinen Zugang geben zu dem, was da entwickelt wird. Und vielleicht noch anschließend daran eine Frage, weil wir die ganze Zeit immer davon sprechen, KI wird entwickelt, KI wird entwickelt, KI wird entwickelt. Wenn wir überall KI einsetzen wollen und so wie man vielleicht auch prognostiziert, bis 2035 werden in allen Berufen irgendwie die Menschen von KI betroffen sein, dann braucht man ja eine riesige Infrastruktur im Hintergrund. Herr Hirsbrunner, was bedeutet das für den Einsatz von KI, wenn wir uns auch das nochmal vergegenwärtigen, dass wir ja nicht einfach nur sagen, schnipp, wir benutzen jetzt alle einfach KI, sondern da hängt ja eine ganze Menge dran. Ja, ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt, was uns zur Thematik der Abhängigkeit und Unabhängigkeit und auch was Frau Timm vorher auch adressiert hat zum Thema Autonomie und Souveränität führt. Weil ich denke, es ist wirklich von einer enormen Wichtigkeit, dass Lehrende im Unterricht beispielsweise auch so Technologien wie ChatGPT verwenden, auch kritisch verwenden, mit den SchülerInnen darüber sprechen, was das bedeutet. Aber es muss ein bisschen auch klar gemacht werden, mit was für einer riesigen globalen Infrastruktur man sich da verschaltet, wenn man das tut. Und das muss den Lehrenden schon auch bewusst sein, dass also in der KI-Ethik hat das beispielsweise Kate Crawford, die Wissenschaftlerin, hat das sehr plastisch gemacht. Sie die Infrastrukturen, die notwendig sind, um Alexa und den Echo Dot von Amazon zu produzieren, das einfach mal visualisiert hat, diese globale Ökologie drumherum. Und dass wir, wenn wir mit KI arbeiten, eben nicht nur einfach auf einen Knopf drücken und dann kommt dieser Text raus, sondern dann verschalten wir uns mit dieser enormen Infrastruktur, in der irgendwo in Peru seltene Erden abgebaut werden müssen, die dann in diese Technologien, also die Gegenstände dann aufgenommen werden müssen. Es muss in anderen Entwicklungsländern, gibt es Tausende von Clickworkern, die diese Daten annotieren und die mit in dieses Training dann involviert sind und die teilweise halt sehr wenig Geld dafür bekommen, aber auch vor allem sehr schlechte Arbeitsbedingungen teilweise haben. Und es gibt uns als Konsumentinnen und Konsumenten, die wir auch immer diese TestnutzerInnen sind. Und mit jedem Klick und mit jedem Befehl an Alexa trainieren wir ja die Systeme neu. Und das ist ja auch unentgeltliche Arbeit. Und das sind dann auch die Kinder, die diese unentgeltliche Arbeit vollführen. Und man
das muss den Lehrenden, glaube ich, bewusst gemacht werden, dass sie das auch thematisieren. Weil das ist einfach etwas anderes, als wenn man eben diesen Rechner bei sich hat. Weil der Rechner ist nicht so verschaltet, der hat auch ein paar Problematiken. Der Taschenrechner, meinen Sie? Genau, der Taschenrechner. Der hat natürlich auch ein paar problematische Bestandteile vielleicht drin, aber der ist eben nicht mit dieser globalen Infrastruktur immer verschaltet. Und da, also das ist dann eher diese staatliche Souveränität, aber dass man immer sich verschaltet mit einer Infrastruktur, die teilweise in den Vereinigten Staaten liegt und vielleicht in Zukunft ist das dann eben auch ein chinesisches System, was besser funktioniert und wir das darum nutzen, so wie wir auch Medienplattformen benutzen, die aus China stammen, weil sie einfach sehr gut funktionieren oder den Zahn der Zeit treffen, wie TikTok. Genau, also deswegen, ich glaube, das ist einfach wichtig. Vielleicht ist das nicht etwas für die SchülerInnen nur, aber es ist auf jeden Fall etwas für diese Kompetenzzentren so, und für die Lehrenden. Und damit werden wir jetzt auch schon in unsere kleine Schlussrunde kommen müssen. Vielen Dank dafür nochmal. Wir wollen uns mal ein Szenario ausdenken, wie das Leben aussehen könnte, sowohl Utopie als auch Dystopie für einen Menschen, der zum einen sehr hinterher ist, sich KI-Kompetenzen drauf zu schaffen und vielleicht für jemanden, der sagt, ist mir zu anstrengend, brauche ich nicht. Vielleicht fangen wir bei Frau Timm an. Wie sähe dann die Welt für diese Menschen aus? Also, was haben wir gesagt, was für einen Zeitraum denken wir? Wir haben gar keinen ausgemacht. Schlagen Sie was vor. Okay. In den nächsten 10 Jahren. Genau, 10 Jahre, da kommt es ein bisschen drauf an. Also ich glaube, dass ad 1 die Berufswelt sich dramatisch verändern wird. Also wenn ich mich nicht darum kümmere, werde ich arbeitslos. Ich mache es mal ein bisschen plakativ. Ja? Wenn ich mich weiterbilde oder mein Unternehmen berate, es mich weiterzubilden, das muss man ja auch immer noch einspeisen, dann kann es sein, dass ich diesen Schritt mitgehen kann, ohne den zu verlieren. Der zweite Punkt ist, was passiert in der Politik? Wir reden ja heute schon von Data-Based Government, sagen das die Amerikaner so schön. Das heißt also, eigentlich brauchen wir gar keine PolitikerInnen mehr. Wir können die ja eigentlich alle abschaffen. Die müssen auch gar nicht mehr gewählt werden. Denn genau genommen ist ja so eine KI doch viel schlauer und trifft viel bessere und schnellere Entscheidungen. Da wäre zum Beispiel das Heizungsgesetz schon lange durch und wir würden schon alle wunderbar ökologisch heizen. Wie gesagt, ich mache das plakativ. Das sind so zwei Szenarien, die Extreme markieren. Aber beide, glaube ich, zeigen, wo die Reise hingeht und welche hohe Verantwortung wir als Einzelne haben. Und das ist aber auch wiederum das, was ich kritisiere an diesem Kompetenzbegriff, der sehr personalisiert ist. Ich glaube, es kann nicht so sein, dass wir jetzt alle, die hier sitzen und überhaupt, ich sag mal, in eine Richtung drängen, ihr müsst jetzt und so weiter. Das halte ich auch für falsch. Das heißt, wir müssen ganz viele Angebote machen. Und der dritte Punkt in 10 Jahren, der mich am meisten sorgt, das ist eben genau dieses Gefälle. Wir reden ja inzwischen auch von sogenannten digitalen Kolonialismus. Und zwar nicht erst seit KI, sondern eben auch seit Facebook und andere praktisch die Daten in diesen Ländern abgreifen, ohne dass die Kultur entsprechend in den Datensets abgebildet wird. Heute ChatGPT ist rein westliches sozusagen Gedankengut. Das heißt, wir verlieren noch mehr an kultureller Breite, an globalem Weltwissen. Das ist das, wo ich dann wirklich eher so dystopisch unterwegs wäre und sagen würde, das müssen wir unbedingt verhindern, da brauchen wir mehr Bildung. Vielen Dank, Herr Rampelt. Also utopisch eingeschätzt ist natürlich Menschen oder der Mensch, der oder die bereit ist, quasi sich fort- und weiterzubilden zu KI, agiert souverän im privaten wie im beruflichen Handeln, weiß, KI-basierte Tools einzusetzen, wo sie etwas bringen und auch nicht einzusetzen, wo sie nichts bringen, weil nicht alles wird durch KI-basierte Tools gelöst werden. So ist zumindest meine Utopie für in 10 Jahren. Die Person, die sich dem verweigert, vielleicht sogar eben dem Grundwissen verweigert hat, die hat Herausforderungen, weil unser Alltag in 10 Jahren geprägt sein wird, noch stärker, als er das heute sowieso schon ist, durch KI-basierte Technologien. Und durch diese Verweigerung und Unwissenheit wird sie weniger in der Lage sein, souveräne Entscheidungen zu treffen und eher ausgeliefert sein, zum Beispiel der unreflektierten Preisgabe von Daten, die so oder so im Alltag erfolgt. Und das ist für mich kein schönes Bild. Was es da erfordert, ist, glaube ich, auch eine solidarische Gesellschaft. Die Menschen, die das aus Gründen, auch legitimen Gründen nicht möchten, trotzdem dabei begleitet, einfach
gut agieren zu können in einem Umfeld, das durch KI-basierte Technologien geprägt sein wird. Also die Person, die das nicht möchte, braucht wiederum andere Menschen, die solidarisch und unterstützend handeln. Mhm. Vielen Dank. Herr Hirsbrunner. Ja, was ich mir vorstelle in 10 Jahren ist, dass das ganze Internet geflutet wird von Produkten generativer KI. Es wird ganz viele Inhalte geben, die von KI generiert werden. Aber man muss sich das nicht so vorstellen wie diese Papstsequenz, sondern das sind Inhalte, die vielleicht zu 90% menschlich generiert sind und zu 10% von einer KI. Also diese ganzen Schönheitsfilter beispielsweise, die es auf TikTok und anderen Plattformen jetzt gibt, mit denen experimentiert wird oder nur in Zoom, dass die Leute uns anschauen und nicht in die Kamera gucken. Das sind alles so Optimierungsfunktionen. Und das wird sehr, sehr schwierig sein für die MediennutzerInnen herauszufinden, was der Anteil von der KI ist. Und das ist, glaube ich, noch einen wichtigen Punkt, den ich machen will. Es geht nicht um Mensch oder Maschine. Das ist immer schon eine falsche Frage gewesen. Das ist immer ein Zusammenspiel und da gibt es Nuancen und es gibt eben Inhalte, die dann zu 50% oder 60% KI sind und 40% Mensch. Es können auch verschiedene Menschen in einem Medienprodukt drin Entscheidungen getroffen haben. Es ist nicht immer nur eine Person und vielleicht auch nicht nur eine KI, sondern verschiedene KIs und so weiter. Und sich da mit dieser Welt irgendwie auseinanderzusetzen, kritisch auseinanderzusetzen, das ist auf jeden Fall eine riesengroße Herausforderung. Und ich denke, dass Menschen, die das nicht tun, die sich dieser Herausforderung nicht stellen, beziehungsweise nicht in die Position gebracht werden, dass sie sich dieser Herausforderung stellen können von der Politik und von der Verwaltung und vom Schulsystem, dass die nicht mehr richtig souverän am öffentlichen Leben teilhaben können und in den öffentlichen Debatten nicht nur um KI, sondern über alles, über Krieg und Frieden, über Bildung und so. Und das ist die Gefahr, die ich sehe. Und darum braucht es auf jeden Fall Bildungsangebote und Kompetenzen auf ganz vielen verschiedenen Schichten sozusagen des Bildungssystems. Aber wichtig ist, dass das eben nicht KI-Kompetenzen sein müssen für mich. Das können auch KI-Kompetenzen sein, aber das ist jetzt einfach das, was wir gerade hier besprechen, in diesem Jahr, im nächsten Jahr, in 3 Jahren. Nachher wird es gar nicht mehr um diese Frage gehen. Da wird es so eingebettet sein in allen Medienkonsum, in unseren Interaktionen mit der Regierung und so weiter. Aber wir müssen dann einfach Kompetenzen für diesen Bereich spezifisch entwickeln, der eben in den auch KI eingebettet ist. Und dazu braucht es dann neue Kompetenzen und auch eine neue Art von Souveränität. Und darüber sprechen wir dann einfach in 10 Jahren im Sommerforum Medienkompetenz. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Gedanken, die Sie alle dazu hatten. Ich nehme mit, dass wir auf jeden Fall einen kritischen Umgang brauchen, aber auch neugierig und offen bleiben müssen eben für neue Technologien, um uns dann auch damit vertraut machen zu können. Wir müssen aber auch das Vertrauen in die Institutionen stärken, um die digitale Spaltung auch im Blick zu behalten. Wir müssen auch voneinander lernen. Es gibt schon viele Konzepte, die aber eben nicht hinreichend genutzt werden oder ausgetauscht werden. Ganz dringend muss die Lehrerinnenausbildung reformiert werden. Wir brauchen Kompetenzzentren für KI in der Bildung, die auch eigene Tools entwickeln, damit wir also nicht nur immer von amerikanischen Unternehmen unter anderem die Tools benutzen. Wir brauchen viel mehr Open-Source-Software, was das anbetrifft. Und Kompetenz, auch als Begriff, stellt sehr aufs Individuum ab. Wir stehen aber vor einer gesellschaftlichen Herausforderung und wir müssen auch alle in der Gesellschaft mitnehmen, damit wir alle digital souverän in dieser Welt mit künstlicher Intelligenz agieren können. Herzlichen Dank auch an Sie fürs Zuhören. Das war's für dieses Jahr vom Sommerforum Medienkompetenz. Ich hoffe, es hat Sie alle ermutigt, vielleicht auch selber nochmal sich weiterzubilden, schlauer zu machen, was denn alles zum Thema KI dazugehört. Und wir machen quasi direkt weiter mit dem Mediuspreis, mit der Mediuspreisverleihung.